Hallo. Hallo da draußen. Yay. Wir spielen jetzt wieder Deutschland 2. Ja, es wird Zeit. Herr Gavel ist dabei. Grüß dich. Hallo? Hör ihn nicht. Hallo, Servus, war noch gemutet. So wie immer. So wie immer. Lass mal kommen, lass uns mal blicken. Ich bin schon, warte nur noch auf deine Freigabe. Meine Frage. Soll ich eine Frage geben? Das Spiel starten Ja. und freigeben zum Spaß haben. Warte mal. Hoffentlich kann ich das noch, das Spiel. Du, die Bedenken hatte ich heute auch. Aber mit Transportiver 2. Ich war ja ganz froh, dass der Herr Monkey da noch da war. Du hast mal kurz reingeschaut, warst dann schnell wieder weg, weil der Chef ja angefangen hat zu streamen und da ist der Schuh ja dann nicht mehr up to date. Weil ich hatte schon noch einiges gefragt, aber es kam ja keine Antwort mehr. Da ist der Schuh wieder. Da ist er. Nee, ist er noch nicht. Eselchen? Mausi Maus? Ja. Nee, ich erstelle eine Partie natürlich. Ja, na klar. Was haben wir für einen Schwierigkeitsgrad gehabt? War das bei normal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind zu zweit und haben das auf normal geladen. Ja, ich glaube auch. Ich weiß es nicht mehr. Kennwort sind vier Buchstaben. In klein. Gleich mal ins Inventar schauen. Oh, alles voll. Ich muss meins auch erstmal anschauen. Ach so, war laufen, genau. Hast du jetzt gerade auch erst W gedrückt? Irgendwie war das logisch. Heilige Bimbom. Geh schon wieder gut Ja. los. Oh Gott, was brauche ich eigentlich? Was muss ich eigentlich machen? Ich glaube, ablegen war Shift und Linksklick. Ja. Sonst war es schnell verkaufen. Chroms Feuerklinge. War das was Besonderes? Ich weiß, ne? Doppelmordaxt habe ich. Ich habe hier ein Kahngeschütz. Nee, Waffen brauche ich nicht, Fernkampfwaffen. Mauer, Sturmgewehr überlegen. Ist eine Faustbüchse, willst du das? Nein. Oder mal, was habe ich denn da für Zweitwaffe? Nein, da habe ich. Nein. Nix. Ein Schwert? Schwerter nutzen nicht. Was nutzt du eigentlich immer? Ich habe Streitkolben oder Äxte. Ich habe eine Doppelmordaxt mit 331 Schaden und ich habe zwei vergoldete Hammerköpfe mit jeweils 236 Schaden. Und kommst ja eh nicht dazu. Irgendwie Schaden. Da hast du recht. Ich glaube, ich lasse mein Equipment erstmal so, wie es ist. Ich guck erstmal. Ich guck erstmal, wo sind denn unsere Truhen? Wir hätten das letzte Mal echt nach dem Stream noch aufräumen müssen. Hey, bist du auch eine epische Niete? Wo? Ja, ich habe eine epische Niete. Nee, hab ich nicht. Ah. Ach, der hat noch so viel. Jetzt. Wo kann ich das hinschmeißen? Wer will es haben? Jeder nimmt das.
Nein, ich will sie anlegen. Was ist das? Ach, das ist. Ach, für einen Begleiter. Das ist eine Marke für einen Begleiter. Ja. Die epische Niete. Mhm. Gesundheit oder kritische Treffer? Oh, das ist da rein. Begleiter ist leer. Da bin ich gerade dabei. Das scheint mir alles Crap zu sein, was ich da aufgehoben habe. Auswissige Hose ist auch nicht mehr interessant. Wildwaldstiefel. Die sind vielleicht interessant für mich, aber. Also ich habe nur Crap in meiner. In meinem Begleiter drin. Ja, Wildwaldstiefel habe ich auch schon. Die Granitstiefel habe ich jetzt schon zum x-ten Mal. Ja, auch wieder gezaubert. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch in meine Rotation reinkomme, dass das alles klappt hier. Wenn es drauf ankommt. So. Was haben wir denn noch an Tränken drin? Dann müssen wir mal noch ein paar kaufen. Wo waren die Truhen? Dunkel hier. Oh. Ja? Ja, da, genau da. Davon habe ich noch 15. So, das war Schießbot. Das war Heilungsbot. Haben wir eigentlich schon jemals den Verjüngungstrank genutzt? Ich nicht, bisher. Nee. Das macht man. Ich habe aber bloß 4. Ja, da kriegst du gleichzeitig Gesundheit und Mana. Aber nur für 2 Sekunden. Ja, du bist ja dann instant wieder hochgerappt, eigentlich. Mhm. So wahrscheinlich. Oh, hier ist eine Quest auf. Der blaue Boletus. Müssen wir noch machen, ja. Mhm. Ich habe bisher einen riesigen Schakalbarsch und ein riesiges Krabbenei. Kann ich meinen Begleiter dann permanent verwandeln? Die sind so selten. Kenn mal so eine Prismamoräne. Riesige. Ich habe eine Prismamoräne, aber die ist nur für 5 Minuten. Ja, nee.
Ich hab's ja von einem riesigen. Ich hab einen riesigen Tunnelhai, einen großen Schakalbarsch. Aber das heißt nicht, dass die für immer, das sind 15 Minuten. Bei einem großen Schakal. Ah, nee. Der riesige stimmt. Für ewig. Achso, dann gibt's die normalen, riesigen und dann die großen. Ja. Komm, wir essen mal. Netzfisch. Das heißt, wir müssen nochmal da hoch, wo die Quest leuchtet. Darunter, beziehungsweise. Hier ist was. Die habe ich beide angenommen. Hier ist was. Ich habe hier ein Ausrufezeichen. Ihr habt eine Quest bekommen. Jetzt haben wir einen Stern oben, Stern unten. Lol, was machen wir? Gehen wir jetzt zum Boletus, oder? Weil der spektrale Fährmann, der bringt uns wahrscheinlich wieder irgendwo hin, wo wir nicht hin wollen. Ja, dann machen wir unten. Ich habe noch ein paar unwürfteile Punkte, sehe ich gerade. Gucken wir mal ein bisschen was in Vitalität rein jetzt. So, dann habe ich noch 4 Punkte Rest, das mache ich dann später irgendwann. Die haben ja eh schon alles geklärt. Hä? Da geht's lang. Na, dann mal rein, du. Irgendwie ist hier nichts. So, jetzt so. Da unten kommt was für dich. Oh, 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 Backe. Oh, Backe, 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 Backe. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Ein Tarakun. Wolle, der spuckt ja Gift. Bleibst du hier? Ach Mensch, die Spinne ist ja deine. ja.
Aui, 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 das hat weh. Oh, voll vergiftet. Wo bist denn du? Ach, da unten bist du. Nee, ich dachte, du bist hier oben. Ich war die ganze Zeit da oben. Jetzt war ich ein bisschen im Hintergrund gestanden. Back. Wo bist da du hin? Ne? Ich da bin oben. Einmal rumgelaufen. Dann sag mir, dass du rumläufst. Ich bin dem Pfeil schon in die Arme gerannt. Ich wollte extra hoch, damit du von unten kämpfen kannst und ich von oben. Ja, ich sehe dich wegrennen und renn fast dem Gegner in die Arme. Bescheid geben. Das Block. Da geht's hoch. Der Schlange. Geht's hier auch weiter? Warte mal, es geht nochmal nach unten. Gehen wir erstmal runter? Oder gehen wir erstmal hoch? Ja. Ja, das ist die Frage. Geh erstmal runter. Ich glaube nicht, dass es nach oben weitergeht, oder? Doch, es geht noch weiter. Also gehen wir erst runter. War eine gute Entscheidung. Schütze deine Glaskanone. Plopp. Hi Crazy. Hey, Crazy ist da. Grüße dich. Und wie weit bist du schon bei Torschleit gekommen? Ach, der hat doch nicht mehr gespielt. Wenn der Stufe 2 ist, ist es viel. Oder? Weiß ich nicht. Ja, deswegen frage ich doch. Ja, ich habe ja gefragt. Oh, da oben geht's schon zum Boletzt. Okay, hätten wir doch nach oben gehen müssen. Mhm. Machen wir es auf dem Rückweg. Müssen wir eh hoch wieder. Also müssen wir nicht, aber. Was willst du? Machen wir's auf dem Rückweg, hab ich doch gesagt, oder hörst du nicht? Meint Boletus. What? Ja. Der jetzt hier. Platzen voll cool. Mhm. Hier würde ich lang gehen. Ja. Wieder geweckt worden wegen dem Essen. So ungefähr. Das kannst du doch nicht machen, Mama. Nee, der war schon wach. Der kriegt gerade Zähne. Da ist die Ebel. Ja. Oh. Ja, deswegen sind wir jetzt da hoch, oder was? Ne, da ist noch was. Du Gespinn, dein Baba. Da müssen wir noch eine Aufnahme machen, mit zwei. Oh, 4000 Credits. So, ich glaube, dann haben wir es hier oben. Dann können wir unten zu Bolek gehen. Bolek. Bolek, Oleg und Bolek.
Ich hab doch richtig gehört, da war noch irgendwas. Jetzt haben wir es zu 100%. Geht's hier dann irgendwo hin? Nee. Meine Katze kratzt schon wieder. Meine auch. Die hat schon wieder Hunger. Boah, ich glaube, vor dem Eingang schnappe ich mir eine Prisma-Moräne. Der Blob ist tot. Ich scheuche gerade die Vögel auf. Ja, ich merke das schon. Flupp und sie platzen. So, Prisma Moräne. Hast du schon? Ja. 5 Minuten haben wir jetzt. Wenn wir beim Boss sind. Okay. Boah, Scheiße! Das tat ein bisschen weh. Oh, ein bisschen? Dann lad Mana auf, du Horst. Wie kann ich jetzt zu dir porten? Wie ging das nochmal? Ich warte, ich gehe raus aus dem Dungeon. Ja, ich hab das schon. Geht's wieder rein? Mhm. Hab ich jetzt den richtigen? Na, geht doch. Jetzt habe ich meinen Heilerbot wieder draußen. Ich bin extra raus, weil ich nicht wusste, wie viel Leben der noch hat. Wer? Der Boss, ich bin dann gleich weg. Welcher Boss? Oder was der jetzt gerade für eine Masse war. Boah, der, das macht ja ganz schön mega mäßig Schaden hier bei mir. Wo lang? Ja, wo es hingeht. Hier dann, hier lang. Achso, das war noch nicht mal der Boss jetzt gerade eben. Ne, vermutlich nicht, ne? Ja, da waren die aber so zahlreich. Ach, das sind die Kakerlaken, die so übel sind, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Es tut auf jeden Fall mächtig weh. Ja. Darfst du gerne alles für dich haben. Was denn? Du meinst den Schaden? Ja. Dafür habe ich dich als Glaskanone. Hä? Wie ich bin. Was? Ist schon der Ausgang? Schon Ausgang. Oder, ah ne, das ist wahrscheinlich das Portal auf die andere Seite. Einfach mal reingehen. Oh, guck mal, ich hab was geweckt. Wo denn? Oh.
Der rennt dir hinterher. Ja, ich hab dir auch schon mächtig zu 50% runtergehauen bei dem. Machen wir noch die kleinen Biester kaputt? Haben wir alles? Aha. Bevor wir Loot einsammeln. Oh, die verzauberte Kiste. Darf ich die aufmachen? Was für verzauberte Kiste? Eine verzierte Truhe, meine ich. Ja, ja. Ich hab Sportbeutel gekriegt, was das auch immer ist. Ich auch. Das ist die Quest. So, was haben wir denn hier noch stehen? Wo ist hier? Raus. Na, beim Bolet, oder hast du schon eingesammelt? Ja, doch, hab ich. Das Auge des Boletus Rex. Das Büchse. Hab ich mir. Was macht das Auge? Ich krieg keine Augen mehr, eigenartigerweise. Und gewaltige Heiltränke. Moment, das Auge des Boletus Rex. Erhöht jeden Giftschaden und 3% mehr Zaubertempo. Falls du das brauchst, kriegst du es. Hört sich gut an, Zaubertempo. Mhm. Handel mal dann, wenn wir da zurück sind, oder? Willst du es gleich haben? Nee, ist okay. So, dann haben wir hier nichts weiter, oder? Ja. Nein. Dann? Die Spornbeutel hast du auch gekriegt, ne? Das ist eine Kette. Wenn du getroffen wirst, ist eine 10%ige Chance, dass Giftsporen verteilt werden. Und die wiederum übermitteln eine 5%ige Chance. Ich hatte auf Giftung für sich. Auf Vergiften. Ich habe das Elektroamulett. Ich glaube, ich nehme die Kette sogar. Man kann es auch komplizierter schreiben, weil. ich sag's nochmal. 10%ige Chance auf das Wegen von Giftsporen. Das heißt, aus 100% machst du 10% und von diesem Prozent hast du eine 5%ige Chance auf Vergiften. Also 0,05% von den Treffern, die eingehen, verteilst du Spornbeutel. Mach mal der Einsturz noch oder willst du gleich zurückgehen? Was für ein Einsturz? Bin jetzt erstmal ins rote Tor rein. Ja. Na, noch ganz links gehen? Ja. Bevor wir jetzt jedes Mal zurücklaufen. Oh, ein gewaltiger Mana-Trank. Nehme ich mit. Ja, toller. Gerade ein bisschen im Legen was nach dem Dschungelkram. Warte mal, ich weiß das gar nicht. Ich weiß das gar nicht, weil wir nur bis zum Dschungel gespielt haben, der Joe und ich. Damals noch vor der Streamerzeit. Hä? Achso. Meinen, die liegen immer noch hier rum. Die müssen schon langsam riechen. Wer? Die Waffen? Die ganzen Fichte liegen immer noch hier rum, stellenweise. Die müssen doch langsam schon stinken nach 8 Wochen. Wow. ja? Oh Gott. Der Einsturz, links oben, ne? Ja? Mhm. Ey, wir haben uns hier auf dieser Karte wirklich 4 oder 5 Stunden rumgekloppt. Davon kannst du mal ausgehen. Jetzt sind sogar noch 2 Quests, der Glockenständer und der Einsturz. Glockenständer? Ich hab hier nur eine Quest. Links daneben habe ich den noch. Also oben hast du den Einsturz und links daneben ist der Glockenständer. Hab ich nicht. Hab ich aber. Und der Einsturz. Gehen wir jetzt mal zu deiner. Gut. Musst du wahrscheinlich nur noch einsammeln. Das könnte. Ach, falsch schon. Gehen wir so.
Irgendwo hier. Nee. Also die Quest wird mir angezeigt, aber hier ist nichts. Naja, du bist ja ein Joggel. Wir müssen dafür erstmal den letzten Stern da oben. Den letzten Stern da oben machen. Dass wir da die Glocke hinsetzen können. Was bin ich? Ich hab da gerade wieder gesagt, da unten der Glockenständer, die Quest habe ich. Das ist ja die Hauptaufgabe. Glaube ich. Weiß nicht, schon so lange her. Ja. Verlassen das Sägewerk. Oh, hier waren wir da nicht. Hier regnet's. Ich hab die Aufzeichnung hier. Werwölfe! Oh, du hast Spuren freigelassen, oder? Weiß ich nicht. Hab's nicht angelegt. Achso, dann bin ich das mit den Spuren. Das sind meine Sporen. Das sind Sporen? Das sind anscheinend die Sporen. Was machen die jetzt, die Sporen? Die Spuren. Die Sporen, die Sporen. Die Spuren, die Sporen. Guck mal, wieder eine Spore. Jeder Mannerbot, der macht aber auch wieder nichts. Der ist aber. Sicher. 7 Sekunden, der muss aber da sein. Moment. Ein Buch. Ach, holt's mir, ey. Ja, und jetzt? Da geht's nicht lang. Wolltet ihr das Buch jetzt nicht einsammeln oder was? Hä? Nee. Ah, wisst ihr, wo es da lang geht? Zurück und dann durch den Ort durch. Da ist nochmal ein Stern aufgeploppt. Warte. Den habe ich schon gelesen. Ist das dies nicht? Meinen Raketenbot eingesetzt habe. Ja, da achte ich doch nicht drauf. Was ist das schon? Seit wann hängen eigentlich Werwölfe ihre Gegner auf? Wo ist er denn? Hier ist noch so ein Buch drinne. Das habe ich von außen lesen können, aber es ist nicht glaube. Echt? Mhm. Nee, das habe ich nicht gelesen. Ja, wo ist wer? Monströses Schreien. Oh, oh. War ich das jetzt, Nee, ich habe... Ist egal. Nimm du mal die Akku. Lass es schlurfen. Kommt da noch was? Was ist das hier? Ah, Verzauberermeister. Wollen wir uns verzaubern? Verdrehtes Schicksal. Ich will mal die Kette. Ey. Will mal die Kette verbessern. Mal gucken, was da rauskommt. Keine Verzauberung möglich. Hehehe. Und nochmal. Was könnte man verzaubern?
Ich hab doch schon alles verzaubert. Plus 13% Giftschaden auf alles. Ich tu nichts verzaubern, oder? Was mich 3000. Nee, mach ich nicht. Bin zu geistig dafür. Da bin ich heute zu geistig dafür. Nö. So, wir können weiter. Verkaufen können wir bei dem nichts mehr. Schade. Nee. Okay, du bist so rum. Ja, ich bin so rum. Du, wie geht's darum? Ist da noch irgendwas? Nö, ja. Ja, da ist irgendwie ein komisches Zeichen auf dem Boden. Aha. Also ein Portal zu der anderen Ebene. Das weiß ich nicht. Einfach mal durchgehen, wie du schon. Wir haben aber hier noch einen Gang, nur zur Info mal. Wo? Ja, da müssen wir zum Blitz runter und dann rechts. Den haben wir übersehen. Also ich zumindest. Vielleicht hast du es ja schon wieder auf. Nee, den habe ich noch nicht. Glutsteinsplitter habe ich gekriegt. Bokobo-Schädel. Kryptawächter-Claimer. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz meinen Begleiter voll machen. Geht schnell. Ohne zu gucken, alles rüberschieben. Gibt's hier noch was? Hast du das Buch gelesen? Ja, ja, hab ich gemacht. Gut. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber wir machen es einfach. Also gelesen habe ich es nicht, ich hab's angeklickt. Das wollte ich gerade sagen. Was ist überflogen, ne? Schnell. Sekundenschlaf und so. Oh, warte mal ganz kurz. Kurz eingenickt und dabei durchgelesen. Zu spät. Was? Ja, ich dachte, ich kann noch beim Chef sein Marvels mitmachen, aber die sind ja schon unterwegs. Super toll. Ich hab's gerade erst gesehen, deswegen. Geht's los? Wir stehen ja alle da. Der hat ein bisschen was drauf. Wo bist du eigentlich? Nehmt dir! Ich hab meinen Heilungspot angehabt, also anmachen müssen. Wo ist er denn jetzt? Boah, es ist viel zu leicht alles.
Oh, Errungenschaft. Oh, ist das viel Gold hier? Ui, da. Was waren jetzt? Das ist der erste Boss, der so richtig viel droppt, weißt du? 4000 habe ich jetzt gekriegt. Also irgendwas mit 40, jetzt habe ich 3. 41.000. Aber hier ist noch ein Weg. Was? Wo? Da. Ist noch eine verziert. Ah, hier ist eh das Portal. Und die normale Truhe. Dynamit. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Ach, das ist die Quest. Haben wir alles erledigt? Ich glaube schon. Und dann raus. Aber glauben wir es ja nicht wissen, ne? Mhm. Ich glaube, die Fragezeichen ist aufleuchtet. Wo ist er denn, Yugi Meter? Hat er geschrieben. Das ist schon ewig her, um 21:29. Ja, das sehe ich nicht. Ganze 7 Minuten. Wow. Wo rennst du denn jetzt hin? Da, wo das Fragezeichen leuchtet. Ah, stimmt. Das habe ich nicht. Das mit der Glocke habe ich nicht. Hatten wir damals schon abgeschlossen. Oh, kommt die her? Eulen? Nee. Rettungskrieger und noch irgendwas. Oh, bei mir waren gerade Sumpfeulen da. Weiß er ja, der Herr Schuh. Könntet ihr mir helfen? Leeren Glutsteinsplitter, das haben wir noch nie, oder? Nee. 5 Mana werden gestohlen pro bei der Waffe. Gut. Aber der Blutglutsteinsplitter, ne? Mhm. Oh, das hört sich noch besser an. Ich nehme den Blutglutstein. Würde ich auch gerade überlegen. Life Leech ist immer gut. Oh! Oh. Ich hab da auf irgendwas gedrückt. 3, 2, 1, BUM! Hm. Ach komm, ich mach's auch. Kolben? Oh, tatsächlich, ich mach wirklich BUM. Eine Müllrinne, Müllmine. Na dann, lass uns hingehen, oder Würmer? Na klar. Bist du schon da? Ich muss mal kurz was gucken, weil bei mir ist irgendwie was nicht ganz richtig. Muss die Elementarbelastung. Was hatte ich da drin? Bismarck, glaube ich. Was sagst du mit meiner Katze? Die macht schon Schaden. Ja, ja. Wie kann das? Meine. Ist denn der. Ach, meine war noch auf sanftmütig gestellt. Rittgänse. Wo geht's noch eigentlich hin? Keine Ahnung. Oh, das ist der kleine Boss. Oh, Alter, wo kommen die her? Der ist voll hässlich. Sieht aus. Das sieht aus wie E.T.'s Vater. Sieht aus wie ein Ziffelklatscher. Wie so ein Lackmolch. Es sieht aus wie E.T.'s Vater. Ja. Oh, da kommen die Kinder.
Gott, sind das hässliche Viecher, ey. Schnell weg damit, bevor es eilig ist. Da war ja gar nichts drinne. Wie sie Gold? Gar nichts. Jo, Gold. Bei mir war gar nichts drinne. Du bist ja du Papa wahrscheinlich, hä? Ja, hält Mann, ist aus. Der, Mann, ist der hässlich. Wie willst denn du ihn? Ja, ging's da weiter? Ja, da ging's auch runter. Klasse, gut. Kein Zugang. Erstmal nach Norden da zu mir. Da geht's aber zu. Ja, da geht's weiter natürlich. Okay, vergiss das. Deswegen wollte ich jetzt runtergehen, aber da unten geht's nicht weiter. Wir müssen hier den Weg runtergehen. Der Biester. Felstroll. Trollig Troll. Ist irgendwie eingesperrt, hä? Warte mal, guck mal zurück. Jetzt geht's auch noch weiter. Ich folge immer den Leichen. Hier geht's auch noch weiter. Geh weg! Hab da was! Wo denn? Komm mit! Der hässliche Troll. Ja, wenn der einmal Schuh haut, dann sind gleich mal 50% beim Schuh weg. Ja! Gaskanone und so. Ja. Oh, was ist hier los, ey? Da müssen wir mal AOE machen. Ich komme aber nicht hoch. Komm da nicht hoch. Ja, dann müssen wir andersrum laufen. Komm mit. Du machst da von oben. Du machst da Damage und Damage. Ich kann das. Ja. Aber der ist eh schon halb tot. Kitzelmitzel. Was? Kitzel die Mütze?
Kitzelmützel stand jetzt da, oder Kitzimützi. Ja, wo willst du hin? Hä? Meinst du mich? Ja. Ich folge dir. Ich bin direkt hinter dir. Hä? Ist ja auf der Karte ganz anders aus, gerade. Ich war direkt hinter dir. Ich hab dich im Bildschirm gehabt. Komm her, Kleiner. Das ist ein ekeliger Knatscher. Die Blobfamilie. War hier noch was oder bin ich jetzt falsch? Ja, du bist falsch. Hey? Ja. Na, das ist vor dir fertig. Meh. Wo willst du denn jetzt hin? Wollen wir nicht erstmal hier oben weitermachen? Ich bin gerade im Überlegen, ob das Ganze vielleicht ein Rundgang ist. Mein Gepäck ist voll. Was? Das Gepäck ist voll? Ja, okay. Müssen wir erstmal die Begleiter wegschicken, oder? Nee, ich nicht. Ich hab noch genug Platz. Ich nicht. Ja. Panik-Talisman. Ich hab hier eine Kuh gefunden. Moment. Hier ist nichts, nur eine Truhe. Und eine Brücke. Lol. Hier geht's also noch weiter. Meiner kommt gleich wieder in 2 Minuten. So. Was? Das Waldmokassan. Mokassins. Mokassins der Abschürfung. Das ist, guck mal. Guck mal da raus, wo wir hergekommen sind. Achso, du gehst jetzt da rum und meinst du hier lang? Ah ja. Ja, genau. Doch kein Rundgang, müssen wir doch wieder zurücklaufen. Bist dann du für Wünsche? Den habe ich auch schon probiert. Ja,
Ich kann das. Wo nicht? Ja, ja. Waren wir ja schon. Ekliger Knatscher. Der knatscht aber ganz schön rum, ne? Da ist der D. Jetzt. Warte, 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 warte. Ah, ich bin gerade rein. Kommst du raus? Ich stehe hier bloß, hier ist bloß die nächste Ebene. Geht das raus? Warte. Bin wieder hier. Das ist die Müllmine. Wo bist du jetzt? Ich laufe da oben nochmal kurz lang. Wo wir noch nie miteinander gelaufen sind. Irgendwas ist hier noch. Hä? Wo waren die denn jetzt? Gebackt in der Treppe oder was das ist? Ach so. Mir ist das zu düster gerade ein bisschen. Wieso? Und nu? Ja, gehen wir hier lang. Also, hier heißt. Ach so, guck. Neues Gebiet. Krass, ich hab's gerade nicht gerafft. Hast du schon registriert, dass du über die Frösche laufen kannst? Ja, und die machen Platsch und dann sind sie tot. Aha. Oh oh, Schwelzhahn. Was ist das denn? Oh, Wolf, ey. Den darfst du behalten. Ja, ich will gerade. Weh, geheimnisvolle Schultern. Ich habe einen geheimnisvollen Gürtel. Komm, gucken wir gleich mal, was es ist. Oh. Feuerkasten. Kastengürtel habe ich. Ist das für deine Klasse?
Der vierter Klasse Ingenieur. Sehr schön. Und du? Ja, meine Schulden sind sehr schön für mich. Nur halt so. Die wollen nicht Schulderschütze plus 50% Effektivität von Tränken. Alles andere ist so ein bisschen unsinnig. Meiner Meinung nach. Naja. Aber ich später. Wohin geht's denn eigentlich da unten nach rechts? Weiß ich nicht. Bei mir ist das nicht auf. Nichts. Eine Wand. Ich denke mal, das ist jetzt. Oh, Automaten Energiequelle. Quest. Quest abgeschlossen. Hast du Yogi schon alles Gute zum Geburtstag gewünscht? Nee. Mach doch mal. Wenn wir eine kurze Pause machen, schreibe ich mal schnell. Oder falls der Yogi zuhört, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Nee, ich glaube, der ist nicht da. Vorhin waren wir kurz da. Back to the city? Ja, wohl oder übel. Hm? Ja, nein. Oh Gott, die Belohnung. Ich brauche nichts davon. Mit Blass sprechen, um in Kirche des Spuks reich zu gelangen. Okay. Sehr gut. Diese Energiequelle wird perfekt in den Kessel des Automaten passen. Hm. Sonderbar. Nichts passiert. Oh nein, das hatte ich befürchtet. Die Energiequelle ist völlig erschöpft. Ist da oben Blass? Das wird wohl schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Nee. Nee. Das ist keine große Sache. Bei der Erforschung der Glutsteinwerke jenseits des Schlachtfelds der zerbrochenen Throne erfuhren wir von diesen Energiequellen. Dort fanden wir Maschinen, mit denen die Zwerge sie in alter Zeit herstellten. Wenn ihr es zu den Glutsteinwerken schafft, dürfte es ein Kinderspiel sein, sie aufzuladen. Um das Schlachtfeld zu erreichen, müsst ihr durch den Spaltschädelpass. Sobald ihr die Energiequelle geladen habt, kommt hierher zurück, damit wir sie in den Automaten einsetzen. Okay. Ihr habt eine neue Quest. Das heißt, wir müssen außer Landes, ne? Das weiß ich nicht. Erstmal verkaufen gehen. Wie kann ich helfen? Glück bei Magie finden, was ist das denn? Ja, Magie finden. Granit-Talisman ist das. Ich hab doch jetzt einen ganzen Haufen Wildwaldzeug, oder? Mhm. Alles verkauft. Irgendwie habe ich nicht alles. Ich habe aber alles auf Eisenfürst zur Zeit. Bei Wildwald habe ich gar nichts. Wildwald habe ich nur die Hose. Und ich habe die Handschuhe. Die sind aber gut für dich, weil die 3% höheres Zaubertempo haben und plus 5 Mana. Was hast du? Die Wildwald-Handschuhe. Die haben... Ach nee, halt, das sind ja die Granithandschuhe. Ups. Plus Bonus auf Stärke. Nee.
Heben wir trotzdem mal auf. Absatz, ja. Willst du keinem umwandeln? Ich will mal. Haben wir hier diesen so einen komischen Händler, der uns diese komischen Sachen verkaufen kann? Achso, du meinst so einen Zufallshändler? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube hier nicht, das ist ja bloß ein mobiles Lager. Müssen wir nach Ziffer. Da, warte mal doch, da ist doch einer. Da ist doch einer. Schau mal, was aus dem Wagen gefallen ist. Ach, der mit den Würfeln, ja, der. Den sehe ich gerade bei dir. Guck mal, was der an Rüstung hat. Ne? Worauf habe ich gerade Lust? Auf einen gescheiten Helm, ne? Oder eine gescheite Hose. Ach, ich habe Wildwaldstiefel, habe ich. Ich probiere es mal mit Gemütlichkeit. Bin schon so gut ausgerüstet, ne? Mach ich es jetzt mit dem Helm oder mach ich es Handschuhe? Was habe ich denn für Handschuhe eigentlich? Besorgen wir mal die Handschuhe da. Hosen besorge ich mir auch nochmal. Was habe ich für Schuhe? Gürtel. Was ist ein klasse Vagant? Was ist das denn? Klasse was? Klasse Vagant? Ja. Kann sich mal aussprechen. Ja, nichts dabei gewesen für mich. Irgend mal nur Mist bekomme. Oh Gott, ey. Gucken wir, ob du die Handschuhe brauchst. Was ist Vagant für eine Klasse? Und ich bin aber im Händler drin. Altbreche Scherbe gekriegt. Na, das ist ja wenigstens etwas. Na. Gerade einen Gürtel kriegt, der Zauberbinder. Braucht aber einen Glutsteinmagier Level 54. Ja, bin ich aber. Das Glück ist mit euch. Jetzt habe ich mal wenigstens einen gescheiten Gürtel. Als. Handel oder was? Ja, ich wollte handeln. Sag's halt. Guck mal, ob du das da tragen kannst. Was steht eigentlich? Oder? War ganz, Von der Klasse her. Ja, eben, sagt mir gar nichts. Ja, kannst du das anlegen? Kann ich dir nicht sagen, aber ich bin noch nicht 54, also. Aber ich bin ja Ingenieur. Ist das weiß oder rot markiert? Klasse Vagant bei dir. Rot. Also kannst du nicht.
Achso, wolltest du den komischen Hokobo-Schädel noch haben? Auge wollte ich haben. Auge-Schädel? Whatever. Moment. Mann. Hier ist das Auge. Und hier ist so ein Schädel, da habe ich zwei davon. Höheres Zaubertempo und bessere Mano-Herstellung. Oh, sehr schön. Flupp, wieder über den Frosch drüber. Toll, beide Kisten voll. Was ist mehr wert, Splitte oder Scherbe? Was ist was? Was höher ist, Splitte oder Scherbe? Scherbe, normalerweise. Es gibt Korn, dann kam Splitte und dann Scherbe, oder? Ja. Nee, Splitte ist das höchste. Zumindest für die jetzige Stufe. Scherbe ist eine Stufe drunter. Und Korn ist Tier 1, irgendwie sowas. Oh, eine Prismamoräne. Das tue ich mal verkaufen. Bornbeutel einlagern. Dann sehe ich, servus. Servus. Ich glaube, ich tue das jetzt mal alles verkaufen hier. Oh, warte. Habe ich ihn da nicht angelegt? Life Leech ist nur auf Waffe, ne? Ja, ja. Schon mein fünftes Vampirspinnenei.
schon am Angeln oder was? Ja, wenn du nicht fertig wirst. Ja, ich wieder. Mhm. Die folgenden Sendungen verzögern sich um mehrere Stunden. Ach, was schon mal. Jetzt hin. Ich kämpfe. Ja, warum sagst du nichts? Ja. Ja, wo bist du denn jetzt hin? Au, 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 au. Sterbe, sterbe, sterbe. Da, wo es komisch aufklingt. Und wo ist das? Fährmann. Ja, sag das doch gleich. Hab ich doch. Ja, zum Fährmann. Oh, ich hab da mal was für dich mit, oder? Erst großkotzig vorrennen und dann sag, ich glaub, die schimpf ich nicht. Die machen mir Aua. Es waren auf einmal so viele. Und dann kam noch so ein Obermutzki. Ja, ich ging davon aus, dass du den Stream noch nebenbei laufen lässt und siehst, wo ich bin. Ich hab nur gesehen, dass du kämpfst, aber ich hab nicht gewusst, wo du kämpfst. Na. Erstmal runter, erstmal runter. Unten ist auch noch Wasser. Oh, noch so eine Obermuskel. Ja, hör auf, mich mit Stein zu bewerfen. Voll zerrammt. Ist das ein gepanzerter Schweinsmagier oder was? Hey. Du bist da drüben. Oh. Oh, hier gibt's Gargoyles. Das macht glatt schon wieder Lust auf, Schweinskopfsülze? Auf Gargoyles? Nee. Mhm. Das macht glatt wieder Lust auf, die Herrschaft des Feuers oder die Mächte des Feuers. Reaction of Fire. Aber ich denke da an das Buch von Markus Heitz. Mhm. Ich nicht. Ja, wenn man es nicht kennt. Wer sagt, dass ich die nicht kenne? Vermissen wir es nicht. Du kennst die Bücher von Markus Heitz? Ja, ist sicher, ich habe etliche gelesen von ihm. Ah, sehr schön. Gut, dann passt ja. Fahr mir jetzt nicht aus dem Kopf, ich habe so viele gelesen. Zurzeit bin ich bei, Licia Troisi. Was für Ding? Licia Troisi. Schattenchroniken. Licia Troisi habe ich, und jetzt müsste ich ins Regal gucken, wie die anderen Häuser.
wie so ein komisches Wegpapier. Frischfleisch. Wo? Ja, bei mir gerade gewesen. Ganz viel Frischfleisch. Ist eine Urne? Noch eine Urne? Machen wir erstmal hier alles, oder? Wir sollten das vielleicht mal aktivieren, oder? Oder bist du durchs Portal durch? Nee. Nein, mit nicht. Pyrax' Turm ist verschlossen, nur zur Info. Achso, du warst oben, da war ich noch nicht. Ich kenne ihn zwar nicht, aber gut. Oh, Blitzschaden. Was war das denn? Keine Ahnung. Haben das von dir gerade oder wie? Ja, Blitz, ne? Ja. Die sind ja süß. Vakulin-Welpen. Ja. Was? Die sind süß. Solange wie sie schön platzen. Die hauen ja rein. Wer denn? Aber nicht die kleinen Vakulin, oder? Nee, keine Ahnung. Und 3, 4, 5 Stück auf mich rauf und drauf geklopft. Ja, es geht mir jetzt ab. Durch bitte. Nee, das Tor lassen wir zu. Warum? Ich denke, wir wollen erstmal die eine Ecke machen. Ja. Ja, was ist hier? Nicht. Du magst aber schon noch zu mir kommen. Ja, immer mit der Ruhe. Da war noch Gold. Was haben wir da vergessen? Ah, da ist nicht auf. Wir haben auch noch was vergessen hier hinten, oder? Oder ich jedenfalls. Ich hab's auf. Ah, hier ist noch was. Die Zwergenstatue sieht ja geil aus. Moment. I'm on the way. Oh ja. Warte mal. Gimli Kleunson? Mir höre ich immer nur wow und Bob. Wow, und schon geht die Rotation an.
Aber erstmal schreien. Ja. Ich glaube, jetzt hätten wir das hier, oder? Ja. Doch kleiner als ich dachte. Ja, geringfügig. Gold, Gold. Hey. Nix. Was geht denn? Hallo? Hallo, wo willst du denn hin? Menno. Was denn? Hier ist kein Gold bei mir. Ja, doch nicht du. Ich rede von meinem alten Ego da drin. Was da? Als hoch runter gelaufen. Verwüstetes Schlachtfeld und der spektrale Fährmann. Ach, ich habe auch noch Fähigkeitspunkte. Ups. Erwarte ich jetzt erstmal. Bei diesem Bild, was jetzt gerade aktiv ist, bei dem Ladebild, da muss ich immer an die unendliche Geschichte denken. An die an das Fuchrohr oder meinst du an die Statuen am Ende? Ach, das Ding, was hier in die Zukunft prophezeit oder irgendwas, keine Ahnung, wie heißt das? Hallo. Guck mal, hier ist Killback. Nicht Schuhback, sondern Killback. Killback. Au! Schweinebacke. Der macht Schaden. Ja, Glaskanone, genauso wie ich. Mhm. Viel austeilen, aber nichts einstecken. Guck mal, hier ist ein Porteter, wir schauen nicht. Aua! Der macht ja Aua! Boah, der Mechanie hat aber ganz schön Schaden gemacht. Hier geht's nicht weiter. Gerade überlegen, hieß es Orakel? Nee, ne? Wie haben die das genannt? Ich weiß es nicht. Orakel? Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist schon so lange her. Und jedes Jahr kommt es aufs Neue. Hey, Schrein der Fähigkeiten. Nehmen wir mit. Danke, dass du mir den geglaut hast. Ach, ist der nicht mit? Zweite, ist das nicht dritte, für alle? Das zweite, dritte, vierte Mal schon. Jedes Mal ist so ein Orakel und jedes Mal krieg ich... Dann darfst du jetzt den Giftkristall nehmen. Ja. Jedes Mal krieg ich nichts. Gut, ich nehme keine Schreine mehr. Nein, du darfst ruhig haben. Du musst ja auch den ganzen Schaden tinken, passt schon. Nee. Du hast dir das verdient. Juwelen besetztes Halsband. Lass dir Zeit beim Angeln. Ja, mach ich. Ich hab noch ein großes Kampfmaul. Oh, 46 bin ich geworden. Seit wann steigen wir jetzt wieder gleich auf? Geh wieder? Seit wann wir jetzt wieder gleich aufsteigen? Weiß ich nicht. Bin jetzt auch 46 geworden. Ich war doch immer ein halbes, dreiviertel Levels hinter dir. Ja. Ih, bist du hässlich. Ja, musst du mal in den Spiegel schauen. Mache ich jeden Morgen und erschreckt mich, deswegen bin ich immer wach. Du kannst ja auch länger wach bleiben, wenn du erschreckst. Du bist ja hellwach. Nee. Das geht nur morgens. Ja. Er lebt ja immer noch. Ja, wenn es nur morgens geht, dann passt das doch. Dann kannst du länger wach bleiben und dann musst du nur aufstehen und ins Spiel schauen und zack, bist du wach. Egal wie lange du geschlafen hast. Nee. Ich habe es gerade verstanden. Ja. Oh, die Woche war schon anstrengend.
Also anstrengend, ein bisschen Zug fahren oder was? Nee, jeden Tag 14 Stunden auf dem Bein. Also bis zu von. Alter, kommst du mal wieder zu mir? Du könntest mal aufhören, woanders hinzurennen. Nee, ich hab die tot gemacht, die hier oben noch übrig geblieben sind. Die der Herr Schuh übrig gelassen hat. Ich? Ja, du! Du bist ja kleiner unten gerannt. Ja. Anstatt erstmal oben alles fertig zu machen, so wie sie es gehört. Gar nichts mehr. Ja, klar. Hm. Da war nichts mehr. Ja, eine kleine Anbuchtung. Hier ist so ein kleiner. Ach, guck mal, das Portal müssen wir erst freischalten. Oh, hi. Dann kommen wir da runter. Hier ist noch was, du kannst ruhig herkommen. Was soll ich sagen? Nee, nichts mehr, ich habe schon alles weggemacht. Hier oben ist eine kleine Anbuchtung. Was hast du jetzt? Ja, eine kleine Anbuchtung, wo ein Portal erscheint. Ja, hier ist aber kein Portal. Das heißt, wir müssen erstmal die zwei anderen Sterne da klären. Hier ist nichts mehr. Wer seid ihr und was wollt ihr? Was wollt ihr? Es geht. Ihr wollt durch dieses Tor? Alles hat seinen Preis. Mhm. Ist eine Krone geraubt worden. Toll. Ah, guck mal. Jetzt questet auch die Quest da oben. Mhm. Was machen wir jetzt? Ich dachte, wir machen jetzt die Quest gleich. Du willst gleich die Quest machen? Was mit dem Fährmann? Das können wir später auch noch machen. Netter Reichsportal. Ja, das kann wieder böse enden. Mhm. Oh, Trolle. Da oben kommt auch noch was. Das ist Morin da. Oh! Aua! Morlott! Oh! Alter, du Zipfelklatscher. Zauberspruch Feuerball 3 habe ich gekriegt. Oh, apropos, warte mal, ich habe da glaube ich auch ein paar gekriegt. Ah ja. Wir haben die Grabestiefe. Oh, 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 guck mal. Ja! Die. Das musst du machen. Ah, hier komm ich lang. Sulzalut. Gesundheit. Ey, der hat sich teleportieren können, hast du gesehen? Mhm. Oh, Zwergenkampfturm. Wir sind im Zwergenreich. Wir sind jetzt nach unten gegangen, also. Und Zwergen. Mhm. Kommen wir auf einmal her. Oh, guck mal, lauter Loren. Mhm. Oh, cool, bei den Zwergen hochstapfen. Schön.
Ja, wo ist der Schubo? Hier geht's nicht weiter. Nur versteckt. Hier geht's wahrscheinlich schon mit. Servus Maxi. Hier geht's wahrscheinlich wieder rauf. Bestens geht's uns. Super. Jetzt darfst du gratulieren. Schubidubidu, Servus Yogi. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Also ich bin hochgelaufen. Ja, ich dachte. Ne. Falsch besucht. Ich sehe es auf der Map. Aber ich komme jetzt wieder runter. Willst du mich jetzt veräppeln, oder? Gleich. Gutstein kommt. Bitte! Kommt. Was? Bitte! Was machen wir jetzt? Gehen wir wieder zurück oder willst du jetzt hier einfach quer durchgehen? Ich will jetzt erstmal gucken, bist du da, die eine Ecke da noch hintergelaufen? War da irgendwas? Nee, ne? Oder doch? Ich bin gar nichts hintergelaufen. Ja. Hier ist doch noch was, schau her. Aber, oder auch nichts. Was mit deinem Heilbot? Den gibt's gar nicht mehr. Der ist bei mir unten. Bist denn du jetzt? Bist du gerade geportet oder was? Warum bist du jetzt so weit voraus? Ich bin gelaufen. Was ähnliches hatte ich vorhin schon mal. Da bist du dann irgendwie woanders da gewesen. Aber nicht bei mir. Dein Heilbot macht gar nichts. Dein Mana-Bot gibt's auch nicht mehr. Doch, der ist so da. Das dauert immer etliche Sekunden. Alle 10 Sekunden. Ja. Du musst bloß bei mir in der Nähe sein. Ist ja mein Bot. Der heilt ja mich. Und alle, die bei mir in der Nähe sind. Komm her. Wow. Das war meiner. Es liegt hier Gold und da Gold. Ich hab das eingesammelt. Wo willst du jetzt lang? Im Gold hinterhergerannt. Nach Norden, nach Osten, nach Süden, nach Westen. Ich weiß es nicht. Yogi macht gleich einen Notop. Was ist ein Notop? Was ist denn ein Notop? Beim 3D-Drucker. Jetzt ist der Schuh wieder oben, das gibt's doch nicht. Er hält gleich an zum Filament, wenn's geht. Ich hab hier einen Hexe. Hat einen Not-OP. Ja, jetzt liest sich das auch. Schon nicht klarer. Ja, was ist denn jetzt denn los? Wo ist was? Ja, gerade eben stehst du noch vor mir, dann bist du weg. Schon wieder unten, es ist Wahnsinn. Du bist hier wieder Flash. Lang in dem grünen Feuer von dem stehen bleibe. Weg! Ja. Oh, das ist ein Kriegs. Was? Kriegstroll. Sag mal, ist das. Wie groß ist denn diese Karte? Die ist ja echt mega. Schon wieder. Hier ist die eine Quest, hä? Alter. Alter? Alter! Oh, guck mal.
neutraler Fährmann. Er hat sehr ungewöhnliche Gelüste. Jetzt will er vier Schädel von vier Kriegern. Ja, wir haben ja gar keine andere Wahl. Oh, die Exorzistenhaube hätte ich gern. Oh, Wildwald wieder mal. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Diese Exorzistenhaube. Ja, guck mal. Moment. Die sieht ja geil aus. Aha. Ich hab ganz andere Sachen. Ja gut, ich bin ja Ingenieur. Ich krieg die Wildwaldhaube. Wildwaldschultern, genau. Ich wusste es, die Karte ist zu groß. Alles Dunkle da drin ist noch begehbar. Ja. Ach, Gott. Goddammit. Gehst du nicht mit hier lang, oder? Keine Ahnung. Wäre... Haben wir schon einen Schlüssel? Nee, ne? Nö. Bitterfee-Geist. Hey, schau. Oh, da ist der goldene Schlüssel. Ja, das sind für die Kiste wahrscheinlich. Mhm. Oh je. Yeah. Oh, eine Hauda-Pistole, mein Gott. Das war ja erstmal easy. Ich kann mich an die erste Karte erinnern, da haben wir bis jetzt noch den Schlüssel gefunden gehabt. Mhm. Falls du Hilfe brauchst, ich bin hier oben eingebunden. Ich habe hier schon Semmel eingesammelt. Kicherspuksreich. Meinst du den? Das will ich auch. Ja. Okay. Da ist noch einer. Russells Reich. Ja, wahrscheinlich jeder. Wir müssen hier noch einiges öffnen. Oh. Die Brücke ist kaputt? Nö. Hier geht's nicht. Wo gehen wir jetzt erstmal um das Mauer oder gehen wir erstmal die Schädel suchen? Lass uns erstmal klären, raus bin. Dass ich. Wie raus bin? Ja, vom Gedanken her, dass wir irgendwas verpassen. Weil wir das nicht geöffnet haben. Bringen die irgendwas, die komischen, Das weiß ich nicht. Kannst du es auch noch anklicken? Nein. Nee, das sind gefunden. Eiskristall, Elektrokristall. Wir haben die Kristalle gefunden. Nebenaufgabe wahrscheinlich. Mhm. Flash oder Flash? Flash oder Frech? War das jetzt Chinesisch? Der Schuh ist Flash und ich bin nur Frech. Waldgargoyle. Diese Mechanoiden, die bleiben ja auch irgendwie die ganze Zeit nur an einem Fleck untouched, ne? Mhm. Hier geht's nicht lang, oder? Und wir müssen hier hoch.
Wie komme ich hier runter? Deadly Adventure. Falsch. Oder du bist richtig, jetzt bin ich falsch. Also ich bin eine Tür zu weit gelaufen, naja, das macht nichts. Was mache ich da kaputt? Sind das Zwergen? Sind wir hier im untoten Reich? Ach, du gibst die Steine jetzt hier ab. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ja, du hast jetzt einen Stein da reingelegt. Schrein des Feuers, da gibt's wahrscheinlich den Feuerstein. Ups. Schrein des Eises. Und dann der Schrein der Elektrizität. Und dann schauen wir mal, ob da ein böser Boss kommt. Oder gar nichts. Könnte gar nichts passieren. Ich will da... Warte mal. Wer bin ich eigentlich von diesen komischen Punkten? Warte mal, hier ist doch so ein Portal jetzt, oder was ist das jetzt? Hier! Elementaroase, die hat sich geöffnet. Machen wir's nicht. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir's, oder? Jetzt geht das wieder los. Wow, was war das denn? Ja, toll. Ich hoffe, du hast deinen Elementarschutz hochgesetzt. Warum? Ja, weil hier Elementaroase ist. Hier wird es nur mit um Feuer, Blitz, Eis und Strom gehen. Oh, ich kann keine Heiltränke mehr nehmen. Warte, hast du keine mehr? Ich muss neu slotten. Achso. Nehme ich die hier. Davon habe ich 111. Ich habe von den Gewaltigen 85. Du hast die riesigen. Hier. Mach dein Bot wieder an. Krieg den nicht an. Ich bin noch betäubt. Jetzt habe ich ihn. Ist der bei dir oben, ja? Wer ist bei mir oben? Der Kakarakaku. Keine Ahnung. Wo geht's denn hier hin? Ja, ich denke mal bis runter. Ja, warum wollte ich denn nicht runterlaufen? Hatte ich auch gerade. Hey. Wo ist denn der Schuh? Da ist er. Na, bleibst du hier? Hier oben ist nix.
Wir sind gleich auf, hä? Mhm. Ich zähle das Spiel mal richtig. Ey, sind das Kamikaze-Pilze oder was? Ja, das sind Kamikaze-Pilze. Das hörst du doch immer, die... Die tun explodieren. Boah! Wieder mal so ein typisches Schlauchlevel, ne? Ja. Oh Gott, drehen wir nach unten, das heißt, wir müssen mit nochmal umkehren oder was? Muss nicht. Hä? Muss nicht! Ja, aber wir haben doch da unten noch was nicht gemacht. Verstehst du? Wo ist denn die Treppe nach unten? Wir haben etwas noch nicht gemacht. Was denn? Wollen wir hier weitergehen? Guck mal, guckst du mal ins Film rein, dann zeige ich dir die Karte, wenn mal der Kelder weg ist. Ich gehe mal kurz etwas weiter nach oben. Der Ruhm ist gewachsen. So, pass auf, hier, guck mal. Guck mal, wo ich mit dem Maus zeige. Ja. Ich sehe keine Maus. Das ist bloß eine Verbindung. Ja, und das hier? Ach so. Ja, dann gehen wir gleich zurück, bevor wir weiter rennen. Ist ja wohl logisch, bevor wir jetzt erst ewig weit wegrennen und dann zurückrennen müssen. Kann ich doch die ganze Zeit. Ja, das kleine Stückchen dachte ich, meinst du bloß. Nein. Das ist die Brücke hier bloß. Und die ist ja wohl... Hier geht's bloß durch, das ist klar. Ja, Hauptsache hergelaufen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, hier ist doch der Axok. Was für Ding? Der Axok! Ein Blitzelement. Ja, dann hat es sich ja doch gelohnt. Können wir jetzt... Oh, da liegt noch Gold. Yeah. 89 Gold. Besser als nix. Irgendwas mit 100 irgendwas. Was mit dir? Inventar ist voll, ich muss bloß kurz rüber switchen. Ich habe für dich da noch einen schönen Zauberstab. Einen geheimnisvollen Zauberstab Stufe 46. Okay. Ich habe noch nicht identifiziert, ich weiß nicht, ob das was bringt. Du mal her. Moment. Moment, ich habe den in meinem... Begleiter. Oh, ich habe ihn fallen lassen. Kannst du aufnehmen? Oder siehst du den nicht? Ja, Moment. Er ist noch nicht identifiziert, also ich kann dir nicht sagen, was er hat. Schneehexenzepter. Muss ich 20 Spinnen für eine Verbesserung töten. Ja. Haben wir irgendwo Spinnen mal? Das ist ein richtig genialer Zauberstab.
Aha. Okay. Der ist ja mega geil. Na denn, Treppe nach unten. Dann los. Okay. Geh du mal vor. Das ist die Ruhe vor dem Sturme. Hä? Hä? Ich bin durchs Erste. Was durchs Erste? Nee, geh weiter. Da waren sind zwei Portale auf dem Boden. Okay. Das Erste habe ich genommen. Das ist... Ah ja, ist er. Ah, wir müssen wahrscheinlich die vier Elemente machen, oder? Ja, ich denke mal, gegen Feuerschaden ist... wird gegen Feuerschaden immun sein wahrscheinlich. Ach du heiliger Wimmer. Dein Bot funktioniert nicht. Mein Bot ist aber an! Haben wir ihn schon? Er ist schon tot. Den hab ich doch jetzt. Jetzt ist er an. Nochmal. Und jetzt? Ah, das ist wieder ein Portal. So. Hier sind die vier Portale, genau. Feuer, Wasser. Ah, ne, nicht Feuer, Wasser. Das ist Elektro. Ne, das ist Eis. Für Eis brauchen wir Feuer wahrscheinlich. Aha. Hoffe ich ja mal. Cool. Er macht auf jeden Fall nur Eisschaden. Jetzt ist die Frage, sind die dann auch für andere Elemente empfindlich? Ja, normalerweise, also rein rechnerisch schon. Nummer 2. Elektro. Aua. Elektro ist bei Wasser schlecht. Schaden auf ein Elektroelementar macht, dann heilt es ihn. So, das war der Gedanke, was ich halt gerade. Ach so! Ja, ich glaube, dass das nicht so ist. Also, damals noch nicht so berechnet wurde. Und dann haben wir jetzt. Kommt jetzt? Gift. Gift ist scheiße. Halt mich mal gepflegt zurück. Ach, guck mal an. Wird hier attackiert. Die droppen nur Kacke. Ja, warte, das sind die Vorbereitungen. Ich denke mal, da gibt's dann noch ein Multi-Element oder noch irgendwas. Was? Das fünfte Element? Ah, siehst du, jetzt geht's nämlich das fünfte Portal. Fünfte Element. Da wird nämlich, danke. Hä? Toll. Volles fünftes Element. Ja. Der Verzauberer. Der hilft mir ja total viel. Den brauche ich nicht. Gut, das Ding nochmal verzaubern. Das Glück ist mit euch. Übermittelt 456 Elektrizitätsschaden für 8 Sekunden. Das ist cool. Gleich noch eins. Das Glück ist auf eurer Seite. Übermittelt 448 Eisschaden für 8 Sekunden. Was ist denn das für eine geile Verzauberung? Das ist ja ein mega Imba-Zauberstab gerade geworden. Sei froh. Ist aber bloß ein Zweihändiger oder ist es ein Einhändiger? Einhändig. Das ist echt cool. Tolles Geschenk, Dankeschön. Und davon nochmal eine. Hast du noch einen? So, Portal zur Oberfläche. Hey, die Frage war ernst gemeint. Hast du noch einen? Nee!
Ich gehe wieder hoch. Hey. Jetzt bin ich pleite. Chronische Geldknappheit hier bei mir. Kann dir nur 36.000 geben. So, wo sind so wir? Machen wir jetzt die Schädel weiter oder? Ja. Erstmal einen Ausgang finden. Oh, da war ein Frosch. Da war ein Frosch, wie du sagst, ja. Was denn? Ich warte nur auf dich. Du warst doch gerade hinter mir noch gestanden. Nee. Doch. Ich bin die ganze Zeit vor dir gewesen. Ich habe jetzt nur gewartet auf dich. Aua. Wo willst du jetzt hin, achso? Quest Map erkunden. Boah! Den kann ich nicht. Der ist eine Ebene über mir. Moment, ich folge dir. Ich bin auf der anderen Seite. Anders, da wo du bist. Ja, das habe ich gerade gesehen. Was bist denn du jetzt? Immer den Leichen nach. Warte mal, da ist ein gewaltiger Mana-Trank. Oh, ein Angelloch. Ja, angeln. Mit Dynamite. Ja. Schakalbarsch, fliegender Fisch, Schakalbarsch, Forellenbarsch, Kampf, fliegender Fisch. Ich krieg irgendwie da nichts raus, nichts Gescheites. Da geht's nicht weiter. Mhm. Wieder. Ja. Bei Frösche in 3 Sekunden. Hey, ich hab hier was. Oh! Max an Schädel. Oh, das war eine Bombe. Oh, fuck. Hast du einen Schädel hier genommen? Nee, ne? Ich bin hier unten! Krieg grad unten! Oh. Ja. Was ist denn näher jetzt? Ja, was machst du denn? Bei mir geht immer was auf! War nicht das, was ich will. Nee, ich nehme jetzt den Endschädel. Nimm mal Max einen Schädel mit. Und hier gehen wir jetzt weiter, oder? Warte, da ist der andere Schädel. Erichs Schädel. Komm mal erst runter. Moment! Frag mich, was es dich immer nach oben zieht. Die Karte geht nach unten weiter, dich zieht es immer nach oben. Geh ich auch mal hoch, so. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht auch nach oben. Ja, das hast du davon. Das hast du jetzt. Das waren jetzt 2 dumme und 1 Gedanke. Hier, Spinnen töten. Eine Spinne hast du schon. Ja, super. Dann muss ich vielleicht auch den Zauberstab noch aktivieren. Das Problem ist nur, geht noch nicht. Ist. Ne, zählt das aber, wenn du die tötest? Da muss ich sie aktiv haben.
zumindest hat noch kein Counter gestartet. Achso. In der Wüste gab es einen ganzen Haufen Spinnen, meine ich mich zu erinnern, oder? Das zweite Level, wo wir waren. Wie versprechen. Au, oh, wow! Wer legt denn hier Minen, ey? Ah, oh, ja, die sind hier öfters. Ah, guck mal, hier gibt's Spinnen. Aber da ist ein Loch. Ein anderes Loch. Mhm. Keine Ahnung, er ist tot. Apropos, ich könnte ja mal mein Tier wieder mal füttern. Oh Gott, hier ist alles voll. Ein goldener Bogen habe ich. Und Wildtierabzeichen, Wildtierdressurband, Wildtierabzeichen, Wildtierdressurband. Hä? Die Spinne ist meine. Ja, ja, kannst du haben. Ich hab hier laute Wildtiersachen gekriegt. Goldener Bogen wild. Cool. Also hier müssten sehr viele Spinnen sein, weil hier sind sehr viele Spinnennetze. Kann sein. Haben Spinnen so an sich, dass sie Netze spinnen? Nee, echt? Doch. Nein, doch. Oh. Nein. Ernsthaft. Nee, hier ist ja, wo ist er denn jetzt? Ja, ja, alle Mann, es kommt dir zu. Wo sind sie denn, die Spinnen? Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Oh, lol. Toll, eine Spinne. Langweilig. So, dann können wir jetzt nach links oder nach rechts gehen? Zum Blass oder... Ah, ist mir egal, wohin. Ich renne einfach im Schuh hinterher. Nee, habe ich auch gedacht. Was? Dass da was wäre, habe ich auch gedacht, ist aber nicht. Da war was, da war ein Geist. Aha. Genau wie der hier. Aber die sind recht schnell weg. Wie du siehst. Aha. Ich möchte diese komisch coole Haube haben. Da! Seesternstab. 4%ige Chance auf kritische Treffer. Der Stab ist natürlich auch cool, aber es ist halt zweihändig, vergiss das. Mhm. Und das die Haube, die du haben wolltest. Ja, mache ich jetzt auch. Wo ist sie? Da. Oh, schick. Und jetzt zum Roboterauge. Ey, warte, wir haben ja die vier. Wir können in Kirschbuchs Reis reichen. Reich reisen. Achso. Reis reichen vor allem. Da willst du es machen? Mir ist es wurscht. Lass uns erstmal das Auge machen. Dann mach das Auge. Hier ist das Netherreich, hä? Nee, da wollt man nicht, nein. Echt nicht heute diesmal? Nee, da, das Netherreich. Hier, hier, hier. Was? Hier ist da das Auge. Ach, die. Ach, stimmt, wir wollten ja, stimmt. Tut mir leid. Bist du bescheuert irgendwie? Wieso denn? Wir müssen doch erst hier eine Aufgabe erledigen, ja, für den. Hast die Maske schon aufgelegt? Ja. Ich hab's nämlich gerade gesehen beim Roboter. Für wen haben wir denn da die Schädel gesucht?
Für den Geist. Und der heißt? Ja, wo waren wir denn gerade eben? Heißt der? Da ist Nocke! Was will Nocke? Nocke? Der ist hier unten gleich, muss. Oh Mann, ey. Quest angenommen, oh Gott. Ich muss mal ein paar Punkte verteilen. So ist mal Vitalität so nicht gerade. Mr. Schubert, ich sehe das gerade. Yugi Meter schreibt AFK. Yugi Meter needs to say hello to the toilet. Muss mal Ausrufezeichen Back angeben. Moment. Es ist halt nur sinnig. Es ist halt nur sinnig, wenn derjenige, der AFK gegangen ist, das auch natürlich auch macht, ne? Mach mal, ne? I hope. Vor allem die Bio-Break, hä? Apropos Bio-Break, komm, die machen wir mal schnell. Aha. Gehen wir mal jeder auf Toilette. Gruppenpinkeln. Gruppenzwang. Ja. Also, bis gleich. Bis gleich. Boah, ist das groß. Haben das so groß gemacht. Machen wir ein bisschen kleiner.
Alle wieder da? Keiner da? So. Da ist er. Ja, Entschuldigung. Du hast gesagt Pause, deswegen. Da wollte ich nicht hin. Macht nichts. Ich bin schon mal ein Portal weitergelaufen. Aber ich stehe. Es kann nicht sein, dass die Kanali-Modes immer noch nicht bestätigt worden sind. Nee? Nee, noch nicht. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Ich bin durchs erste Portal durchgelaufen, aus Versehen. So, ja. Du müsstest mich gleich... Ah! Ich bin zurückgelaufen. Hä? Da! Da! Auf zu essen. Nein. Jetzt bin ich da. Oh, liebe. Halt, genau. Wenn wir schon mal das sind. Mach mal dein Türmchen wieder an. Der ist an. Scheiß ist der an. Der ist ein Scheiß ist der an. Der steht genau auf der Treppe oben. Okay. Den habe ich gerade angemacht. Ja, du bist immer so unartig zu mir, deswegen gibt er dir nicht. Links, rechts, hoch, runter. Au, au. Lass mir erstmal rechts, komm. Können wir erstmal rechts. Au. So, jetzt haben wir hier ein Feuer, können wir uns die Händchen wärmen. Hm, du hast Feuer an deiner Hand, Voll cool. Und mein linker Stab, der brennt nämlich auch. Ich hab schon wieder Bilder im Kopf. Hä? Ich nicht. Kriegst du jetzt auch Zauberstäbe oder was? Nein. Das sind, Edelstein besetzte Zepter des Blitzes. Seltene Streitkolben. Aha. Der eine ist Blitz, der andere ist Feuer. Okay. Ich glaube, ich bin weg. Bist du weg?
zu, ja. Immer nicht das. Toll. Als Belohnung gab's eine Zwergenhose. Nicht wie die Klasse Fernkämpfe ist, wenn die dann nur Einzelziele bekämpfen können oder was? Oh! Oh, nicht schon wieder, Menno. Tot? Ja. Ey, du lässt mir immer hier mitten im größten Getümmel, da. Da. Ah, wow! Da kam her, der Penner. So, ist der ewig weg. Da hat dieses blöde Feuer da, ne? Ja. Bist du nochmal zurückgelaufen? Dahin gegangen, wo dunkel war. Hier will ich nicht verzaubern. Aber ich muss noch mal hier hoch, wo du jetzt bist. Da wo ich jetzt bin, ich da jetzt? Ne, wo ich jetzt bin. Geht's da weiter? Hier ist dann. Ja, hier oben ist da noch irgendwas. Hier ist noch eine Truhe. Hier ist noch ein Hebel. Ja, wart, komm. Den habe ich nicht mal gecheckt, dass es da ist. Ey, guck dir mal die Statuen an. Ha, guck mal! Die Feuer aus! Wie ein Drache. Schuh, Feuer aus! Nein, ich sehe es doch nicht. Ich bin doch nicht mal bei dir. Guckst du, Feuer aus, Hebel. Ah, lol. Hebel an, Feuer an. Gerne, ich bin durch. Oh, mir gefällt dieses Level ungemein gut. Gerade eben was Drachen angeht. Zwerge und Drachen. Zwerge und Drachen haben es mir sehr angetan. Deswegen bin ich im Schuhversum auch immer so tief in der Höhle drin. Also im Schuh, in der Homeland. Da gibt es ein Buch, das hat mich damals geprägt. Und zwar von Michael Moorcock, der bleiche Lord. Da geht es auch um sowas ähnliches.
Nach dem Buch habe ich angefangen, alles an Fantasy zu lesen mit Drachen. Das sagt mir gar nichts. Mhm. Hä? Gehst du hier hoch? Oh, da kommt ein Drache raus. Da muss irgendwo ein Hebel geben. Au, 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 au. Ja, guck mal, selbst die Monster gehen kaputt bei dem Feuer. Echt? Hm, glaub schon. Oder die Katze war's. Hier ist da der Hebel. Warum drückst du ihn dann nicht? Lass mich zweimal durchs Feuer rennen. Jetzt müsste Feuer aus sein. Weißt du, lässt du mich erstmal durchs Feuer rennen? Vielleicht dann. Penne. Jetzt mal 10 Sekunden eher machen müssen. Hat schon wieder den ganzen Zaubertrank, den ganzen Heiltrank gekostet. Ich werde dich auch nochmal mit meinen Zaubern unterstützen. Penne. Boah, diese Viecher sind. Alter. Hässlich. Erstmal rammen sie dich weg, dass du jetzt zum Zaubern kommst. Und dann tun sie noch mit ihren Knochensplitter so komische Wellen hervorzaubern. Meinst du. Warte mal, Schuh. Meinst du die? Nein, nein, ich meine Knochen. Achso, ach, die meinst die Knochenzähne, ja? Ja. Oh, was ist jetzt los? Hm. Jeff hat aufgehört. Und? Hostet Irrenhaus TV. Schön für ihn. Kann ich ausmachen. Kannst du mal auf mich warten, bis ich da bin? Warte gar nichts. Ja, jetzt bin ich 48 und du? Ja, du hast ja auch mindestens 10, 20 Mobs vor mir erledigt. Wo ich zweimal gestorben bin. Mhm. Mach doch mal mein Bot jetzt rein. Ihr seid erfahren. Ist das auch. So, warte mal. Nee, warte, die kommen alle zu uns. Ja, ich hab noch mal einen Bot angeschaltet. Oh, nicht doch den. Hä? Ja, den nochmal nicht. Guck. Das gleiche kann ich auch mit Feuer oder Eis. Ich weiß es nicht mehr. Was kannst du auch? Das, was mit den Knochen da passiert, mit den Knochenzähnen, kann ich mit Feuer oder Eis, glaube ich, auch machen. Ja. Links rum, rechts rum. Treppe hoch erstmal, oder? Keine Ahnung, ja. Das war schon wieder ein kritischer. Ja, sechsschüssiger Revolver, toll. Geht's da oben lang? Ne, ist nur ein Buchstaben. Ne? Hast du das Mikro deaktiviert? Mehr hört ich gar nicht mehr. Man hört dich nicht schnaufen, man hört gar nichts. Voll lag ich's ab. Herr Garfield! Sag mal einer, Herr Garfield, dass man ihn nicht mehr hört.
Inventar ist voll. Garfield. Bin mal gespannt, wann das checkt, dass ich ihn nicht mehr höre. Unten lang oder Treppe? Ah, guck mal, jetzt höre ich ihn wieder. Ist glaube ich wurscht. Der Sack der Mühle. Toll. Bist du tot? Ja, ich bin gerade verreckt. Okay. Du hast nämlich gar nichts gesagt. Schau dir den Stream zu diesem Zeitpunkt nochmal an, dann kriegst du was mit. Dann kriegst du dann spätestens mit, dass wir uns gar nicht gehört haben. Mindestens mal 2 Minuten nicht. Hattest du den Hebel schon umgelegt? Ja. Hallo? Ich würde noch ja sagen. Schuh? Was willst du dann? Hallo? Was willst du? Also ich spreche im Discord und ich weiß gar nicht, was du treibst. An mir liegt's definitiv nicht. Ich höre ihn auch eigenartigerweise. Hörst du mich noch oder redest du nicht mehr? Ja, ich höre dich. Natürlich höre ich dich. Spät? Jetzt höre ich nichts mehr. Ja. Siehst du, genau so ging es mir vorhin auch. Genau so ging es mir vorhin auch. Da habe ich dich auch eine ganze Zeit lang nicht gehört. Hallo? Ja, und da habe ich auch Test. Hallo gerufen und auch Test und so. Nee, Test habe ich nicht gerufen. Was war denn das jetzt? Mich hat ein Schwert erledigt. Ich glaub's ja nicht. Dann Schnaufen habe ich. Dann Schnaufen höre ich. Ich hat ein Schwert erledigt. Ich glaube, ich spinne. Hallo? Ja, hallo. Schuh? Gavin? Da ist das Schwert, das greife ich an. Was? Ich höre nichts. Ich habe jetzt deinen Stream lauter gemacht. Ja, schön, dass du den lauter gemacht hast. Du gingst mir auch 2-3 Minuten. Aber woran das liegt, habe ich keine Ahnung. Im Discord sehe ich mich spreche und sehe ich dich spreche, aber irgendwie... oder was kaputt, ich weiß doch auch nicht. Muss vielleicht mal lauter stellen oder weißt du geil, was du machen musst. Aber wenn du das Spiel hörst, dann müsstest du mich eigentlich auch hören. Übrigens, wenn du sprichst, höre ich dich auch, Herr Garfield. Du kannst also dementsprechend auch mit Achso. mir reden und, ne? Moment, wenn jetzt mal die Kampfszene ja vorbei ist, dann... Musst du mal was machen, ja. Bleib ich hier mal kurz stehen und dann gucke ich mal, ob das bei mir liegt. Ich werde mal Discord kurz ausschalten und wieder einschalten. Okay.
Hallo? Hallo? Komisch. I hear you. Ja, ich auch. Jetzt höre ich dich wieder richtig. Wer weiß, was das war. Ich denke mir, total ruhig, er ist tot, hä? Was geht denn jetzt ab? Das haben wir uns auch gedacht. Als du dasselbe gleiche Problem hattest. Du da kannst ich, da mal kurz... Da habe ich schön gesprochen und nichts kam rum von dir. Ich habe nichts gehört. Ja, siehst du, genau so ging es mir. Ach, jetzt geht das schon los. Mach du mal. Mach du mal. Der ist mir ein bisschen too strong. Mein Inventar ist voll. Er zackt durch. So, und jetzt müssen wir wohin? Du fragst mich Zeug. Das ist jetzt die Aufgabe Herzfeuer, ne? Wir müssen den Schlüssel von Björks Turm aus dem vergessenen Hallenbergen. Wenn ihr jetzt wisst, wo der ist. Rechts oben ist noch was. Ja, okay. Gehen wir da mal hin. Ich gehe mal davon aus, dass da das dann ist. Meinst du wohl links oben? Ja, wenn ich so gucke, rechts oben, ja. Ist immer im Auge des Betrachters. Jeck. Oh, hier ist ein großer, böser. Ich bin. Oh. Ich bin tot. Dann geh ich mal weg. Ja, wenn du weg bist, geh ich mal weg. Hä? Ich kann sagen, hier ist ein großer, böser. Puff. Boah, ist weird, da. Hat sich jemand in die Ecke gestellt. In die Stadt und dann zu mir geportet, nutzt irgendwo. Weil da kommst du jetzt mal her. Guck mal, den hätte ich auch ganz alleine machen können. Schon wieder. Black Raver. Ein Black Raver war das. Gesundheit. Oh, da geht ein Tor, ein Tor auf. Geheimraum. Oh, eine geheimnisvolle Hose. Und Verjüngungstränke. So, dann machen wir mal auf. Ich hab schon wieder Schultern, aber das sieht mechanisch aus. Wie war's für dich? Zwergenkönig Schultern habe ich da.
Hexenmeisterhose habe ich bekommen. Komm, wir tauschen mal. Die habe ich bekommen. Ja, jetzt habe ich sie angezogen, ich glaube. Was ist denn jetzt schief gelaufen? Wieso? Was hat... Ach, die Exorzistenhose. Der was? Hör mal, bin ich denn jetzt bescheuert? Dazu sage ich jetzt nichts. Ich hab doch gerade irgendwas mit Schultern bekommen, ne? Wo ist das jetzt hin? Habe ich einen falschen Brustschutz? Ah, ich hab's rausgeschmissen, ich Depp. Ja, warte mal. Hab's rausgeschmissen. Sehr intelligent. Okay. Was kann die Hose? Keine Ahnung. Die Beine sind aus irgendeinem Grund mit Fledermausleder gefüttert. Okay. Mir nützen die noch nichts, weil ich noch nichts von dem Set habe. Von dem Zwergenkönig-Set. Ja. Jetzt hast du eins. Ja. Weil zurzeit habe ich noch das Eggisch, das Eisenfürst-Set und da habe ich schon ein paar Bonis. Wollen wir das, warte mal, wollen wir erstmal hier noch den Rundumgang machen, ne? Mhm. Zwar in der Mitte von dem T müsste noch irgendwas geschlossen sein, bei mir zumindest. Ja, jetzt hier nach oben abbiegen, oder? Mhm. Ja, da tut was. Du gehst da runter, ich geh da runter. Oh, hier sind schöne große. Haben wir was zum Platzen gebracht. It's Capullo, oder? So schnell konnte ich jetzt nicht schauen, dass er tot war. Wildwaldstiefel habe ich jetzt, ne? Moment. Vakulinkittel. Vakulinschenkelpanzer. Also Hose. Also bei mir ist jetzt alles soweit. So, warte mal ganz kurz. Warte, lauf aber schon mal vor. Tschüss. Sieht nach Boss-Level aus. Ah, du bist schon drin, ne? Mhm. Dann musst du warten jetzt. Kein Ding. Erstens habe ich meinen Kleider gerade weggeschickt. Wann gibt's denn eigentlich das? Ab wann gibt's das letzte Level?
Welche Stufe? Ich hab das letzte Level schon. Ach ja, du meinst das? Ja, natürlich, ich muss es ja freischalten, natürlich. Mhm. Aber ich war mir nur ganz. Ich sammle ja schon die ganze Zeit. Ich habe 14 Fähigkeitspunkte zum Aufteilen. Ja, ich bin mir nicht so sicher, was ich denn machen möchte jetzt, magiermäßig. Ich habe den Glutstein Beben bei mir jetzt schon auf Stufe 5 und muss warten, bis ich Stufe 51 bin, dass es weitergeht endlich. So. Warte, den hier holen? Genau. So, kann losgehen. Eine Prisma-Moräne haben wir und los. Oh ja, siehst du? Gut. Komm. Ja, komm mal. Ja, Moment, ich mach ohne Prisma Moräne. Die Zeit läuft, verdammte Axt, ey. Och, Mann. Erst ewig nicht auseilen und dann. Boah, lässt du mich mal da oben raus jetzt? Ich komm hier nicht raus, ich komm hier nicht weg. Ich komm auch nicht weg. Jetzt bin ich raus. So, der haut mich ja die ganze Zeit. Jetzt kriegst du es ab. Der hat die ganze Zeit mich getreten und mich gehauen. Aber nicht. Titelhof-Fingerhandschuh, was ist das denn? Dazu. Eine geheimnisvolle Faustbüchse. Ich habe Messing. Wieder ein Lebensende. Habe ich zwei Lebensende. Ja, da ist noch mehr. Ah, oh. Oh, ich will nicht zurück. Oh nee. Ah, jetzt bin ich wieder zurück. Wo ist noch mehr? Ja, zu spät. Mehr Loot? Nee. Ja, welchem Loot bist du jetzt gekommen, ist klar. Goblin-Krone. Hm, das ist die Quest. Ich glaube, wir müssen auf das Portal. Kommen wir wieder hoch. Dann, wo sind wir jetzt? Gott, ich habe voll die Orientierung verloren. Hm? Was mit dem Sternchen unten rechts? Fest Herzfeuer. Da geht's ins Lager zurück. Okay. War die Frage. Aber das ist die Map nach dem Lager, nicht direkt ins Lager. Falls du das wissen wolltest. Welche Öffnung? Oh, es geht sogar um. Ich dachte, danke, tschüssi. Oh, jetzt müssen wir in die Glutsteinwerke. Machen wir es? Nee, heute nicht mehr. Jetzt willst du nicht mehr? Ist ja erst 11 vor 12.
Ja, die Quest dauert aber dann eine Stunde. Und mitten wenn er aufhört, ist auch mal doof. Lass mal reingucken, komm. Ich kenne deinen, lass mal reingucken. Ja, dann gehe ich einfach raus, dann bist du Alur. So groß sieht's jetzt nicht aus. Nein. Wow, wow, wow. Viel Spaß. Was ist das für hier? Zwergenkampftürme. Schlackenmagier. Boah, das erinnert mich jetzt gerade voll an die Zwerge. Aua, aua, aua! An jeder Ecke steht so ein Mistvieh. Mhm. Ja, wo bist denn du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Du bist zurückgelaufen. Ja, natürlich, komm. Zum Eingang. Alter! Da krieg selbst ich noch einen auf den Zipfel. Ey, die blocken ja alles. Schweinebacken. Ja, die sind ja richtig fies. Oh, da geht der nächste schon wieder. Was ist das? Da geht's nicht weiter. Wo bist du? Da hinter mir. Oh, gleich zwei von denen. Der reagiert nicht. Der ist kaputt. Kaputt. Ah, der wird gleich noch einen Hebel wieder aufmachen. Hebel ah, hast recht. Hebel schon gedrückt, ne? Hebel schon gemacht, Portal geöffnet. Wow, jetzt war eine Bombe. Und ich schieße sogar noch drauf. Portal offen, durchgehen. Kampfturm. Wo bist du? Da oben. Ja, warte. Ich glaube, wir sollten erstmal runter in den Süden. Oh, fuck it. Immer mit was feuern die? Sprengbomben oder was? Ich geh da mal lieber ein bisschen zurück. Du lebst noch, okay. Bleib am Leben. Ich bin da. Die haben mich mit Brandbomben beschmissen. Langsam! Ja, Entschuldigung. Ach, jetzt lässt er mich vorlaufen, damit ich auf die Nase krieg, gell? Ja, natürlich. Ach, hast du deine Kombi wieder gemacht, oder? Nee. Nur nee? Plasma-Blitze sind das. Aha. Hebel? Ventil oder Hebel? Was Ventil oder Hebel? Ja. Au! Ach. Au, ich denke mir gerade, ja, mir macht nichts los. Ich hab mein Schutzschild auf, deswegen. Jetzt ist mein Schutzschild auch aus. Ah, komm her. Mir hatte das nichts ausgemacht, weil ich hab mein Schutzschild rum gehabt. Alter! Ja, habe ich nicht gerade eben anfangen wollen, dass wir uns erstmal in den Süden breit machen, weil. Ja! Geht's immer weiter Richtung Norden. Ja, hat man. Lass uns mal bis zum nächsten verschlossenen Tor gehen. Wenn da noch eins kommt.
Ist schon verschlossen. Da ist was ganz Böses. Was sind das viele? Ja. Hier, die Treppe hoch, aber die machen wir jetzt nicht, ja? Lass uns mal nach Süden gehen. Also wenn sich das so kurz abzeichnet, machen wir es fertig. Oder? Schauen wir mal. Hier ist noch eine Truhe. Jack. Wo bist denn du? Ja, ich bin Richtung Süden gelaufen, wo wir ausgemacht haben. Bin schon fast in der Nähe beim Stern da, bei dem ersten. Hier explodiert schon alles. Ja, lol. Ich bleib da mal hier stehen, ne? Maul, ey. Komm her. Nö. Aber was ist mit dem Stern da hier? Aber da ist eine Truhe gewesen bei dir. Wo? Ganz unten an der Ecke. Boah, ich verlaufe mich gerade voll. Wo soll denn eine Truhe sein? Ach, da. Die siehst du nicht, oder? Ja! Ein bis 90% Leben weg mit dem. Dieses Missvieh. So, dann gehen wir wieder hinter. Bleibt er mal bei mir stehen? Oder reicht das? Ja, es reicht. Ich nehme jetzt mal die richtigen Waffen in die Hand. Ich habe die ganze Zeit mit den Elektrowaffen gekämpft. Gold. Achso. Meins, nicht deins. Hab ich schon. Hier muss eine Truhe sein, da kannst du auch noch. Nee, da ist keine Truhe. Schädel von Imena, was? Oh, cool. Schönes Ding. Der Klasse, erforderliche Klasse, Vagant. Habe ich jetzt auch was gekriegt. Was ist Vagant-Klasse? Vagant. Keine Ahnung. Vagant. Oh, ich bin schon durch. Ich hab's gesehen. Und nun? Ach, Boss-Level. Oh. Boss-Level? Viel Spaß. Gehen wir erstmal nach unten. Wir kämpfen jetzt gegen Ruckers. Meinst du? Stimmt. Wenn wir verlieren, ziehen wir in die ewige Schmiede ein. Ziehen wir in die Der Kriegstitan. Ja, viel Spaß, ich versteck mich mal. Viel Spaß damit. Au, 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 der schießt auf mich, ich hab noch nichts gemacht. Was ist das für ein Mufflon? Das war meine letzte Heldentag. Bist du schon wieder tot? Ja, natürlich. Oh, ich versuche nichts zu machen. Der trifft mich 3-4 Mal, weißt du? Ich komme nicht hin. Wobei. Der drin bleiben müssen. Machen weg. Kommst nicht ran? Nee, nee, ich komme nicht mehr zu dir. Machen weg. Zur Not müssen wir nochmal hin. Mhm. Das kann aber jetzt. Oder lass dich drauf geben. Nö.
Doch, lass dich drauf gehen. Ich will nicht sterben. Lass dich drauf gehen. Ich will nicht drauf gehen. Was du willst. Zählt hier nicht. Aber wir haben gar kein Portal. Du müsstest... keine Ahnung. Schnell ein Portal setzen oder sowas. Kann ich nicht. Siehst du? Das wird wohl schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Geh immer so angeln so lang. Guck mal, Yogi hat so lange auf dem Klo gesessen. Ist bestimmt eingeschlafen dabei. Wenigstens Hände gewaschen. 8 Adern gelötet. Ja, mein Glaskugel-Magier. Den hat's zerrissen. Goldfisch. Kommst du in die Stadt? Ah, bist du gestorben? Nein. Was denn? Ja. Ich bin schon die ganze Zeit in der Stadt. Bist beim Angeln um? Ja, ja. Ich hab den Loot noch nicht angeschaut. Ich muss mal gucken, was ich gekriegt hab. Vielleicht... Hexensucherband, ein Gürtel. Ja, aber für mich ist die Aufgabe ja nicht abgeschlossen. Wie sind die Quests eigentlich? Muss aber... Nee, ich hab das... Moment. Du hast die Energiequelle oben nicht abgeschlossen, oder? Nein, natürlich nicht. Na, dann lass mal doch mal machen. Aber nicht sterben. Portal? Wohin geht's da? Ja, wenn ich jetzt wüsste. Warte mal, ich gehe mal kurz dahin. Ich will mal kurz gucken, ob das das Richtige ist. Achso, ich sehe die Quest ja gar nicht mehr. Blutsteinwerken, oder? Ich wollte gerade sagen, warte, bis ich da hinten bin und dann kommst du einfach zu mir geportet. Aber du warst... Süden. Nicht sagen wollen, sondern sagen tun. Ich wollte gerade sagen, ich habe gesagt, warte mal, ich gucke mal, wo ich hin muss. Ja, aber du siehst die Quest nicht mal, also kannst du, wie willst du dann sagen? Und deswegen sage ich, habe ich gemacht, dass ich auch porte. Weil wenn du es nicht siehst, ja, ne, ich sehe es. So war der Gedanke, deswegen auch der schnelle Port von mir. Es dürfte ja eigentlich alles noch geklärt sein, also alles sauber sein. Hoffen wir es mal. Und vor allem, du wurdest ja von einem Zwergenwachturm getötet. Und nicht mehr von dem Titan. Wer sagt dir das? Stand unten im Chat drinne. Ja, das war halt irgendwas anderes, was auf mich noch zusätzlich geknallt hat. Ja, der hat den letzten Rest noch gegeben. Der hat dich dann noch umgeboxt. Kommst du dann eigentlich rein? Moment. Da bin ich noch drinne. Aua.
Ey, bei mir ist der nur noch Drittel voll. Ach, der hat eh bloß noch halbe Energie. Drittel. Es wird sich zu dem Zeitpunkt abgespeichert haben. Ach so, wo du gestorben bist, ja? Ja. Ich krieg auch nichts mehr jetzt. Du hast auch nichts verdient. Was heißt denn das schöne Wetter? Jetzt gehst du um durchs Tor durch. Das müsste jetzt aufgehen. Bostruhe. Warum die kannst du meine Bostruhe öffnen? Steht aber bei mir da schon geplündert. Hier oben ist dann diese komische Energiequelle. Das ist sie? So, und jetzt gehen wir back to the city. Ist nichts weiter. Hast schon geguckt? Ja, ich habe ja vor uns geschaut. So, da gehe ich mal hoch zu dem Typen und gebe die Energiequelle ab. Also, Professor Stoker. Ich hab's. So wird es gehen. Ich installiere das rasch. Hoffen wir, dass es klappt. Welches Teil hattest du mir gegeben? War das Zwergenkönig? Wow, was ist das? Ja, Zwergenkönig, Brustschutz. Und der hat Zwergenkönig Stulpen. Tagesreisenden. Kann ich den kaputt machen? Ach nee, der macht das Tor auf. Wildwaldstiefel. Oh Gott. Moment. Ach, Wildwald. Ja, da habe ich auch schon irgendwo was rumliegen. Ich habe zwei Wildwaldstiefel. Wenn die jetzt noch auswählen bei ihm. So wird es gehen. Exorzistenstiefel und Wildwald-Handschuhe. Das hat aber, glaube ich, mal eher was mit dem Dingen zu tun, mit dem Fernkämpfer. Hast du den abbekommen? Eisglutstein? Ich habe einen richtigen Glutstein bekommen. Eisglutstein? Warte mal. Nur damit du mal siehst, wie er aussieht. Ach, du bist gerade... Was soll ich denn nehmen? Exorzismus? Habe ich was mit Exorzismus? Ich weiß es nicht. Und wie hat sie das gemacht, Herr Cabanus? Der war beim Löten und hat ein... Was laberst du denn? Lese richtig, Blindfisch. Ich hab die Exorzistenhaube. Also nehme ich die Exorzisten. Ich hab's. So wird es gehen. Ich installiere das rasch. Hoffen wir, dass es klappt. Wir haben es fast geschafft. Trete zurück. Ihr habt eine Quest bekommen. Cool, wir haben einen Roboter. Nee, haben wir nicht mehr. Was macht der jetzt? Er steht auf und macht. Nein, ich laufe jetzt auch noch durch. Geh mal zum Lager zurück. Warst du schön am Backen und dann mit einem Mal hat sie sich Kekse geholt. Und? Du hast wahrscheinlich Stocke Duster gehabt und sie kommt von hinten angeschlichen wahrscheinlich. mit aller Wahrscheinlichkeit nach. Mhm. Was ist Klasse Vagent? Was ist Vagent? Können wir glatt mal anziehen, ne? Ja, das ist natürlich sehr fies, doch. Entschuldigung. Ach, nix.
Du wolltest mal was sagen, zeigen, was du hast. Du bist ein? Ich bin an den Truhen. Was hast du denn gesagt, was du hast? Wie heißt das denn? Oh, jetzt schon wieder beschäftigt. Sag doch mal antworten, wie es heißt. Ich habe es dir gerade schon dreimal gesagt. Ich habe einen Eisglutstein bekommen. Sockelbar. Ja, ja, ich habe Blutglutsteine, Chaosglutsteine. Ne, keine Splitter, richtigen Stein. Ich habe gerade gesagt, ich habe Blutglutsteine, ich habe Chaosglutsteine. Aha. Da habe ich noch keine, deswegen. Aber Eis habe ich noch nicht. Oder habe ich Eis schon? Ich weiß nicht. Ich habe... Ne, Eisglutstein habe ich noch nicht gefunden. Ne. Hat es noch nicht getroppt. 29 Eispanzer und 58 Eispanzer und 29 Eisschaden. Das ist korrekt, ja. Einen Bund Taube wohlhabend. Mann, hab ich einen Haufen Schmarrn drin. Zwergenhaube der Resistenz. Stärke 140, Fokus 51. Da bin ich ja noch weit entfernt. Stärke 140. Ich hab gerade mal 90. Wildwaldschultern. Ich bin gerade am Sortieren, ob ich das Wildwald nutzen kann. Hasty Imperiale Bombarde. Oh, nee, ist das jetzt das neue Denglisch oder was? Hasty Imperiale Bombarde. Ehrlich. Imperiale Bombarde auf Feier. Jetzt wird's aber lustig. Z, Ezio, Teil. Das ist schon uralt, die Dinger, die ich hier gesammelt habe. Die stecken schon uralt in der Kiste da drin. Beim Wildland gibt es 7 Teile. Ey. Ich habe gerade mal 2. Muss ich mal ganz einen Haufen Krabbeneier essen mal. Vampirspinnen. Oh Gott, hier sind noch mehr Teile. Oh, hier ist noch ein Wildwald. Diese großen Forellenbarschen bzw. riesige Forellenbarsche, die gibt es ja sehr selten, ne? Die finde ich sehr selten, was Fische angeht. Was das Teil in Imitatoren verwandeln kann. Ich habe 2 Lebensende. Ich brauche ich auch nicht. 24, 20. Ja, was ist denn das für ein Mist? Bei dem einen ist Bonus drauf, beim anderen nicht. Was ist denn das für ein komischer Wildwaldstiefel, was ich hier habe? Es gibt verschiedene. Der eine ist sockelbar und der eine ist nicht sockelbar. Es gibt verschiedene. Dann kommen die. Ich habe eine Wildwaldhaube. Ich hab die. Wo sind sie denn? Und die Wildwald Schultern. Was hast du, die Stiefel? Ich hab allerhand Stiefel, ja. Ich hab mir jetzt aber die Exorzistenstiefel geholt vorhin und hab die angelegt. Ja.
wir mal schnell ein bisschen was verkaufen. Dass ich Platz, ey. Was ist erforderlich, die Klasse Welt schon? Ich raff das echt nicht. Goldene Bogen. Willst du was für dein Pet? Ein Wildtierabzeichen? Plus Moment. 26 Körperschaden, plus 2% Chance auf kritischen Treffer und plus 44 Gesundheit. Moment, habe ich gesagt. Ich habe dir vorgelesen, was es kann. Ich lese aber gerade was anderes, Entschuldigung. Warum machst du das? Ja. Warum machst du das? Weil ich das erstmal dann vergleichen muss, was mein Pet hat. So, jetzt, Moment. Was willst du für ein Teil? Ich will nichts, ich will was hergeben. Aha. Was? Ein Halsband? Eine Marke? Eine Marke war's, oder? Ja. So, ja. Mach's, warte mal, genau. Moment, ich vergleiche. Ja, nehme ich. Eine. Ah ja, ich hab zwei. Eine. Braucht nur eine. Du könntest zwei dran machen. Ja, die eine ist aber genauso gut wie die andere und die andere ist aber schlechter. Hä? Oh, ich seh's gerade. Willst du die mit dem kritischen Treffer oder die mit dem Eisschaden, Körperschadenschaden? Nimm mal du mit dem kritischen Treffer die. Dass dein Pet mehr austeilt, wenn du angreifst. Und du nimmst den Körperschadenschaden und Eisschaden. Mhm. Alles klar. Du, wenn du jetzt sagst, du hast noch ein Wildwald-Set, hast du da noch irgendwelche Teile übrig? Die du gerade nicht. Ja, Schuhe habe ich nicht. Ich habe Handschuhe, ich habe Schulterpolster, ich habe einen Helm und ich habe noch das, das sind die, die ich hier geben kann. Die anderen, die habe ich mir aufgehoben. Ich habe mir die Sockelbahn habe ich mir aufgehoben. Warte mal. Jetzt. Die Sockelbare haben 24 Körperpanzer, aber dafür ein Sockelplatz. Ja, Schuhe habe ich gar nicht. Ich will mal das Set anlegen. Ich will mal gucken, ob das irgendwas verbessert bei mir. Ich habe jetzt drei Teile, dann hätte ich vier. Bei drei Teile, bei vier erhöhst du noch den Feuerschaden um 20%. Ja, genau. Hast du Waffen, die Feuerschaden machen, dann erhöhst du da den Schaden um 20%. Ja, ich habe meinen vergoldeten Hammerkopf mit Feuerschaden. Und wie viel Schaden macht der? 267 plus nochmal extra 22, extra Gift und 22. Ich rede von dem Feuerschaden. 22. Und bei den 22 machst du nochmal 20% dazu. Also wären es 24,5. Ja. Ne, dann lass es. Mir wurscht. Nee, es ist... Ich würd's nur verkaufen. Also, laber nicht. Dann verkauf's. Warum soll ich's verkaufen, wenn du es anziehen willst? Ich teste es mal. Mal kurz meine Werte anschauen. Ach, ich probier's. Och ja. Wann sieht der? Die verkaufen sogar die Exorzistenhaube hier. Ach du Schnitzel, ja gut. Kann man das nicht irgendwie zusammen mixen? Um 8% höheres Zaubertempo. Zwergenkönig Stiefel gibt es im Laden. Und Zwergenkönig Ring. Soll ich die zwei Sachen kaufen? Moment. Ich habe gerade. Ich guck gerade in die Kiste. Ich glaube, ich habe noch irgendwas vom Zwergenkönig.
Müsste aber schauen. Weil bei dir ist es, wenn du auf den Händler gehst, hast du wahrscheinlich ein ganz anderes Angebot. Ich habe einen Zwergenkönig Schultern, habe ich. Also nochmal, hier gibt's einen Ring und Stiefel. Ja, ich muss es vergleichen. Wenn ich dann drei Teile habe, habe ich 3% schneller Angriff. Und bei vier Teilen mehr als 8% Bonus. Ja, kauf's. Wo ist er denn? Da ist er. Kauf's. Oder? 17.000 Ebbers. 17.300 ja. Ebbers. Und ich habe hier was von Exorzisten. Du brauchst da nichts, oder? Exorzisten auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier einmal einen seltenen Ring. Eispanzer 22, Elektropanzer 22 und Giftpanzer 45. Plus 5 Mana und erhöht jeden Giftschaden um 5% und jeden Elektroschaden um 5%. Doch schön. Und dann habe ich noch eine Halskette mit 27 Eispanzer, 27 Elektropanzer, 55 Giftpanzer und Gift erlittener Schaden wird um 4% verringert plus 15 Mana. Schön. Wenn du die haben willst. Ah ja, natürlich. Will Frage. Was? Auf welchen Preis kommst du? 13.000. Oh. Wenn du handeln willst, sag Bescheid oder handel mich an. Was hat denn der da noch? Der hat nix. Wo ist denn der Waffentypi? Weiter oben. Wie kann ich helfen? Ja, oder hier, ja. Vielleicht hat der rüstungsmäßig auch noch irgendwas. Aber keine Sets. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass der irgendwas mit Sets hat. Ne, der hat gar nichts. Wieso sagst du so ein. Wieso sagst du sowas? Der andere Händler, wo wir gerade waren, hatte auch Set-Teile. Nee, meiner hat kein einziges Set-Teil, also meiner hat nichts Gescheites drin. Bei dem Händler, wo wir gerade waren, vor dem hier. Ja? Hatte man doch auch Set-Teile drin. Ja, aber ich habe hier bei ihm keins. Ja, ich auch nicht. Brutaxt, der hasst. Nee, ist nichts da. Nichts da. Keine Waffe, keine Rüstung, nix. An der Gamsting hast du die Feldwinkel angepasst. Noch nicht hochgeladen, wolltest warten, bis die Früchte drauf sind. Herr Garfield, hast du geschrieben, hast du gesehen, was er geschrieben hat, von wegen Früchte? Brauchen wir eigentlich Tabak auf der Gamsting? Wenn man, es gibt Produktionen, die brauchen Tabak, um Dünger herzustellen. Es gibt Produktionszweige mit Tabak. Okay. Ich weiß aber nicht, wie er es gemacht hat. Was ist denn mit Erdnuss? Erdnuss war doch auch toll als Frucht, ne? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Aber Erdnüsse wachsen halt nicht in Deutschland. Nicht in normalerweise Kampfen. Nicht. Gut, es wird ja immer wärmer bei uns, ne? Willst du denn jetzt handeln? Achso, Teile da. Was du bist willst echt, du? Du bist echt ein Held. Ich bin ein Held. Wie viel kriegst du noch von mir? Waren 2000, oder? 16, 14.000 warst du, oder? 44.000 waren es. Hä? Für beide 44.000. Küsst auch von mir, ist mir wurscht. Nein, 4.000 ist okay. Wie viel Geld hast du eigentlich? 49.000. Wow. Mal dieses Nomaden-Chepisch an. Was? Nomaden-Chepisch? Ja, das sieht geil aus. Das sieht aus wie so ein Keramikschwert oder sowas. Aus irgendeinem Stein rausgehauen. Diesmal an, das will ich mal sehen. Ja, mache ich.
Hier, rumdrehen müsstest du dich. Nee, du musst dich mal umdrehen. Ich guck genau in deine Richtung. Ja, du musst dich umdrehen, dass ich Schwert sehe, du Eimer. Ja, noch ein bisschen nach rechts. Ja, genau so wie auf dem Bild eigentlich, ne? Mhm. Wieso einfach roh aus dem Stein geschlagen? Aus dem Edelstein. Aber schnell ist es. Ja, du kommst kaum nach mit dem Schlagen, ne? So schnell ist es. Ja. Aber wenn du siehst, die kritischen Schaden von 280. Ist das viel oder wenig? Es ist nicht irgendwie viel. So, jetzt habe ich 5 Teile vom Exorzisten-Set. Ja, erfahrene Zuschauer wissen Bescheid, wenn wir jetzt hier so unser Lager ausräumen, wenn es so relativ schon spät ist. Ist es eigentlich bald soweit, dass wir schon am Ende sind? Das stimmt. Was hast du jetzt noch gesucht? Ah, ich hab gesagt Ezio. Ich bin irgendwie noch 2-3 Set-Teile für das Exorzisten. Dann habe ich mal wenigstens einmal ein Set voll. Hab ich noch nie gehabt. Oh, der Zwergenkönig. Jawoll. Und dann haben wir 4 Teile, 8% Bonusschaden. Die muss ich aber alle verbessern. Ich müsste irgendwann mal hergehen, die ganzen neuen Sachen, die ganzen neuen Set-Teile mal verzaubern. Und dafür brauchst du halt Geld ohne Ende. Ich müsste halt wirklich mal den ganzen Crap wieder einsammeln. Boah. Du sammelst ja schon die ganze Zeit wieder den ganzen Crap ein, gell? Nee, alles was blau ist, alles drunter sammle ich nicht ein. Also weiß nicht mehr? Nein. Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle, weil ich das Zeug mehr verkaufe. Ich muss mein Tierchen zwar eher schicken. Also wenn du irgendwas findest von dem Zwergenkönig, ich brauche noch 2 Teile. Gerne. Also ich brauche noch beispielsweise eine Hose. Und ein Helm. Dann guck mich doch mal an. Wo bist du? Bist du da? Hier? Ich verkauf grad. Warten musst du. Ja, warten du lernen musst. Ich muss mich erst mal so drehen. Ey, warte mal. Ich habe jetzt alles einzeln angeklickt. Ich hätte alles verkaufen können. Ja. Ja, schon, aber dann bin ich mir nicht sicher, ob er dann das andere. Kannst du zurückkaufen? Ja, schon, aber weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, das ist ja cool. Sieht fast so aus wie die Roboter, ne? Mhm. Warte, ich dreh mich mal auf die. Hinten ist der kleine Panzer, also ja. der kleine Motor. Ja, das ist ja cool, echt. Deswegen sage ich, da fehlen noch 2 Teile. So. Ich will auch endlich mal ein fertiges Set anhaben. Ich habe noch nie eins gehabt. Wie gesagt, mir fehlen noch 2 Teile. Ich habe jetzt 2% Blockchance, 3% schnellerer Angriff, 8% Bonus auf Nahkampfwaffenschaden und plus 4% Rüstung gegen Körperschaden. Ach, dich habe ich ja vergessen, ein kleines. Ja, meine lieben Leute, ich glaube, ich werde auch
keine großartige Late Night machen heute. Ich hoffe, ihr hattet mit uns einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genauso wie wir. Wir hatten Spaß und ihr auch. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Nee, nächste Woche nicht. Wir machen mal einen 3 Wochen Turnuswechsel, bis wir mal Asterix noch durch haben. Nächste Woche Samstag erwartet uns Asterix und Obelix 3. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen Gas geben, dass wir mal vorankommen. Wir haben irgendwas mit über 60%, fast 70%. Also es sind noch vielleicht zwei Samstage. 3, 4, 5, 6 Stunden sowas rechnet. Ich hoff's. Und dann sind wir wieder im normalen Turnus mit Torschleit 2 und Motorsportmanager. Weiß nicht, vielleicht machen wir mal ein bisschen was anderes da nächste Woche. Ich werde morgen Nachmittag erst nochmal streamen, Graveyard Keeper. Dann bin ich dabei. Als Geburtstagsgeschenk für den Yogi Meda. also morgen, heute natürlich. Das wird dann nachmittags irgendwann sein. Wann genau kann ich das sagen? Müssen wir mal schauen. Ich habe keinen Plan mit nächste Woche. Und du bist ja Montag nicht da, gell, Gabi? Ich bin jeden Tag nicht da. Gehe mal davon aus, dass ich nur am Samstag da bin. Mhm. Es bleibt auf jeden Fall dabei, dass wir Dienstag Space Engineers machen und mittwochs LS auf der Gamsting. Mhm. Und den Rest der Woche male ich mir noch aus, morgen im Laufe des Tages. Von dem her, wir schicken euch jetzt ins Wochenende in den schönen Sonntag rein und sehen uns dann heute Nachmittag wieder mit Graveyard Keeper. Heute Abend gibt's keine Sendung. Da habe ich meinen allwöchentlichen Sonntag. So, das war's. Ich bin fertig. Ich sage euch gute Nacht. Der Herr Garfield jetzt bestimmt auch. Und dann sehen wir uns morgen, heute Nachmittag wieder. Genau, dann gute Nacht. Tschüss. Ciao, ciao.